Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, einen schönen guten Abend heute. Als politische Organisation sehen wir es als unsere Aufgabe, aber natürlich auch als unsere Pflicht, die kritischen Stimmen unserer Gesellschaft zu hören und auch zu reflektieren. Viel zu viel geht unter im alltäglichen Bemühen, ArbeitnehmerInneninteressen in der kurzfristigen politischen Diskussion durchzusetzen. Vieles an Reflexion geht dabei verloren oder wird nicht beachtet. Doch wir brauchen die Konfrontation, den Einspruch, den Verweis, die Kritik der Kunst, der Literatur und der Wissenschaft. Das ist auch die Intention unserer gemeinsamen mit der Zeitschrift Der Falter und zusammen mit Herrn Dr. Peter Hoemer durchgeführten Stadtgespräche, und heute findet jetzt das vierte Stadtgespräch statt. Ich freue mich heute, Herrn Dr. Manfred Nowak begrüßen zu dürfen. Dr. Nowak ist seit 1992 wissenschaftlicher Leiter des Wiener Boltzmann-Instituts für Menschenrechte und seit dem Jahre 2004 Sonderberichterstatter der UN-Menschenrechtskommission zum Thema Folter. Und damit sind wir auch bereits beim Thema. Warum, so werden sich vielleicht viele von Ihnen fragen, beschäftigt sich die Arbeiterkammer mit dieser Thematik? Abgesehen von ihrem umfassenden bildungspolitischen Auftrag gehört es seit jeher auch zum Auftrag der Arbeiterkammer, gegen jede Art von Diskriminierung, Unterdrückung und Gewaltherrschaft aufzutreten. Wir tun dies zum einen durch unser vom Institut zur Erforschung der Geschichte der Gewerkschaften und der Arbeiterkammer veranstalteten Ausstellungen und Vorträge. Denn die Erinnerung an Gewaltherrschaft, Diktatur und Terror schafft jenes Bewusstsein, welches uns befähigt, Ansätze von Gewalt und Diskriminierung zu erkennen und zu bekämpfen. Und zum anderen müssen wir uns daran erinnern, dass auf dem Boden, auf dem Sie sich hier befinden, einst das Gartenpalais von Baron Alfons Rothschild stand, welches ihm von den Nationalsozialisten 1938 geraubt wurde. In dem, wie es damals hieß, arisierten Palais wurde der Sicherheitsdienst der SS untergebracht und perfektionierte hier jenes Terrorregime, dem Tausende und Abertausende ÖsterreicherInnen zum Opfer fielen. Ich darf in diesem Zusammenhang auch darauf hinweisen, dass die Arbeiterkammer voriges Jahr entscheidend dazu beigetragen hat, dass die Grabsteine der durch die Nationalsozialisten im Wiener Landesgericht Ermordeten am Wiener Zentralfriedhof wieder instand gesetzt worden sind. Unsere heutige Veranstaltung steht in diesem Kontext, denn Gewalt, Freiheitsberaubung, Terror und Sklaverei beherrschen noch immer weite Teile unserer Welt. Und einem nicht geringeren Maße sind davon auch ArbeitnehmervertreterInnen, GewerkschaftsvertreterInnen betroffen, wie etwa die Webseite von Amnesty International auch zeigt. Während immer wieder die wirtschaftlichen Vorteile der Globalisierung hervorgehoben werden, weltumspannende Konzerne unsere Meinungsklima beherrschen, werden die Menschenrechte jener, die das selbstverständliche Recht auf freie Meinungsäußerung und Organisation mit Füßen getreten. Und, wir müssen es leider feststellen, Folter ist für dieses Regime oder für diese Regimes, aber auch für manche westlichen Staaten, wie uns die USA zum Beispiel, das US-Internierungslager in Guantanamo in schrecklicher Weise vorgeführt hat, ein nahezu selbstverständliches Mittel, Informationen zu erpressen. Es muss uns allen bewusst sein, wer die Möglichkeit der Folter erwägt, begibt sich auf einem Weg, der außerhalb jeglicher Menschenrechte und jeglicher Rechtsstaatlichkeit führt. Die Erfahrung zeigt, überall dort, wo es Folter gibt, ist es um die Rechtsstaatlichkeit schlecht bestellt. Versuche, nur ein bisschen zu foltern, hat es schon gegeben. Sie sind gescheitert. Folter lässt sich nicht eingrenzen. Folter gleicht einer Seuche, die rasend schnell um sich greift, wenn sie auch wirklich einmal ausgebrochen ist. Ein Staat, der anfängt zu foltern, gerät auf die schiefe Bahn.
Das ist die Einsicht, die uns viele tausende Folterfälle auch vermitteln. Die Folter führt den Rechtsstaat in die Katastrophe. Das festzustellen, ist keine Prinzipienreiterei, sondern eine wieder und wieder gemachte Erfahrung. Jean-Paul Sartre, ein entschiedener Kämpfer gegen die Folter, hat in diesem Zusammenhang von einer Schmierenkomödie der Macht gesprochen. Unsere Aufgabe ist es, diese Inszenierung von Macht und Gewalt aufzuzeigen, bewusst zu machen und dagegen aufzutreten. Darüber hinaus ist der Kampf gegen Folter in jeder ihrer Erscheinungsform Teil unserer historischen und moralischen Verantwortung. Er muss Teil jeder Politik sein. Werte Gäste, ich freue mich heute auf eine interessante Diskussion. Guten Abend, meine Damen und Herren. Unser Thema heute Abend ist eines der bedrückendsten, die es weltweit überhaupt gibt, Folter. Und mein Gesprächspartner heute Abend ist weltweit mit diesem Thema befasst, wie Sie eben schon gehört haben. Universitätsprofessor Dr. Manfred Nowak ist Leiter des Boltzmann-Instituts für Menschenrechte in Wien und ist seit Dezember 2004 UNO-Sonderberichterstatter über die Folter. Damit ist Herr Nowak einer der, würde ich sagen, wenigen Österreicher, die international wirklich wichtig sind. Herr Nowak wird zunächst über das Thema referieren, daran schließt sich ein Gespräch zwischen uns. Und anschließend wird dann auch noch Zeit für Ihre Fragen sein. Herr Nowak, bitte. Ja, danke schön. Guten Abend, meine Damen und Herren. Zuerst herzlichen Dank für die Einladung an die Arbeiterkammer und den Falter. Und Dank, dass Sie trotz U-Bahn-Probleme und so weiter doch den Weg hierher gefunden haben zu diesem Abend, der hoffentlich nicht nur bedrückend wird. Also das wäre irgendwie sehr, sehr schwerfällig. Also ich hoffe, dass wir auch ein bisschen was Positives in dem Zusammenhang hier gemeinsam besprechen können. Ich werde keinen langen Vortrag halten, sondern einfach nur ein bisschen am Beginn sagen, das ist so ein komischer Titel, UNO-Sonderberichterstatter über Folter. Da kann man sich relativ wenig darunter vorstellen. Einfach ein bisschen erklären, was das bedeutet, auch in der Praxis, in meiner täglichen Praxis in dieser Funktion, die ich nun seit etwas mehr als 2 Jahren ausübe. Das ist ein sogenannter thematischer Mechanismus der UNO-Menschenrechtskommission, und die wurde letztes Jahr in den UNO-Menschenrechtsrat gehoben. Das ist jetzt ein bisschen ein wichtigeres Gremium. Was bedeutet das? Der Menschenrechtsrat ist das wichtigste Organ der Vereinten Nationen, das sich mit Menschenrechten befasst. Ein klassisches Organ, das heißt bestehend aus Staaten und deren Repräsentantinnen, so wie es für den Bereich Sicherheit, der nach wie vor der wichtigste Bereich ist in den Vereinten Nationen, den Sicherheitsrat gibt, und für den Bereich Entwicklung, den Wirtschafts- und Sozialrat und viele andere, das UNO-Entwicklungsprogramm etc., gibt es eben als wichtigstes Organ für die Menschenrechte, und das sind die 3 wesentlichen Aufgaben und Ziele der Vereinten Nationen, eben den Menschenrechtsrat. Aber wie gesagt, ein politisches Organ, dort entscheiden Staaten und dort geht es auch hochpolitisch zu. Aber der Vorteil ist, dass es neben den Staaten und ihren Vertreterinnen auch nichtstaatliche Organisationen gibt, NGOs, die dort eine ganz wesentliche Rolle spielen, nämlich diejenigen, die die Staaten vor sich hertreiben, die Agenda eigentlich wirklich definieren, und als drittes unabhängige Experten und Expertinnen. Und da gibt es eben jetzt 2 Arten. Das eine sind länderspezifische, das heißt zum Beispiel ein Sonderberichterstatter für Nordkorea,
der hat die Aufgabe, die gesamte Menschenrechtssituation in einem Land ordentlich zu recherchieren und dann darüber der Menschenrechtskommission, dem Menschenrechtsrat zu berichten. Und dieses Organ soll dann entsprechende Beschlüsse, Entscheidungen fassen, wie man mit diesen Menschenrechtsverletzungen umgeht. Und thematische Mechanismen sind genau umgekehrt. Die haben zu einem konkreten Menschenrecht oder einer konkreten Menschenrechtsverletzung, aber ein weltweites Mandat. Ich war 8 oder 9 Jahre Mitglied einer Arbeitsgruppe über das erzwungene Verschwinden lassen. Das ist nicht nur ein lateinamerikanisches Phänomen, Argentinien, Chile und so weiter, sondern heute ein weltweites Phänomen, Irak, Sri Lanka, Ex-Jugoslawien und so weiter. Und bin eben seit Ende 2004 für den Bereich Folter zuständig. Aber das heißt, die Idee eigentlich wäre, in meinen Berichten an den Rat, aber auch an die Generalversammlung, so eigentlich ein globales Bild zu geben über das Ausmaß der Folter in der Welt und was wir oder was die internationale Gemeinschaft dagegen tun sollte oder auch tun kann. Das ist so die grundlegende Idee. Das ist natürlich sehr, sehr vermessen mit 192 Staaten. Und ich muss gleich dazu sagen, das ist eine ehrenamtliche Funktion. Also ich bin nicht hauptberuflich, ich bin auch nicht bezahlt dort, ich habe meinen Job in Wien. Ist das an und für sich völlig unmöglich. Aber man versucht eben in der einen oder anderen Frage ein bisschen Akzente zu setzen, Kritik auszusprechen und zu versuchen, die Staaten zu überzeugen, hier etwas zu verändern, Druck auszuüben auf notorische Folterstaaten und ein bisschen die Situation verbessern. Aber ich will das gleich an den Anfang stellen, da gibt es so sehr, sehr hohe Erwartungen, die einfach eine Person, selbst mit dem besten Staff, und ich habe zwar einen tollen Staff, aber der ist immer noch relativ klein, einfach nicht möglich ist zu verwirklichen. Was tun wir? Und wenn ich sage Staff, das Ganze, also das Zentrum der Vereinten Nationen für Menschenrechte im Sekretariat ist in Genf. Das heißt heute UNO-Hochkommissariat für Menschenrechte. Louise Arbour ist derzeit die Hochkommissarin. Eine ihrer Vorgängerinnen war die Mary Robinson, also relativ bekannte Personen. Und das ist faktisch der Teil des UNO-Generalsekretariats für Menschenrechte. Aber in Wirklichkeit sind es dort 2, 3, 4 Leute, die für mein Mandat mir zur Verfügung stehen. Und daher habe ich dank auch der österreichischen Regierung etwas zusätzliches Geld aufgetrieben und der schweizerischen Regierung, um auch hier in Wien am Boltzmann-Institut für Menschenrechte, jetzt sind wir insgesamt 4 Leute, die mir hier helfen, einfach diese Funktionen wahrzunehmen. Was ist das? Ganz kurz. Ich bekomme faktisch täglich Beschwerden. Das heißt, Individuen, die selbst Opfer von Folter sind, ihre Familienangehörigen, nichtstaatliche Organisationen, faktisch vor Ort kleine Organisationen, aber durchaus auch große wie Amnesty International, Human Rights Watch, the World Organization Against Torture etc., schicken dem Büro in Genf einfach ganz konkrete Foltervorwürfe. Und besonders wichtig sind jene, wo Menschen gerade erst festgenommen wurden. Die Folter passiert in der Regel in den ersten Tagen oder Wochen nach der Festnehmung in der Polizei, bei den Geheimdiensten. Also wenn Leute sehr oft auch incommunicado, das heißt unter wirklichem Ausschluss der Öffentlichkeit, die haben keinen Zugang zu ihren Familien, zu Anwälten, zu Ärzten, oft weiß man nicht einmal, wo die festgehalten sind, dann sind sie wirklich dort jenen, die von ihnen Geständnisse oder Informationen wollen, ausgeliefert. Und das ist die gefährlichste Situation, völliger Ausschluss der Öffentlichkeit, keine Zeugen, und hier versucht man eben Geständnisse und sonstige Informationen zu erpressen. Wenn ich aber sehr schnell diese Information bekomme und dank schon der modernen Informations- und Kommunikationstechnologie funktioniert das heute sehr, sehr schnell. Das heißt, es kann oft noch am selben oder am nächsten Tag sein. Das geht oft wirklich sehr, sehr schnell. Die Person ist erst festgenommen, in der Nacht irgendwo, die ist wohin gebracht worden. Wir wissen nicht genau, wo sie ist, aber wir meinen aufgrund von früheren Erfahrungen,
da ist eine akute Gefahr, dass diese Person jetzt gefoltert wird. Und da schicke ich sogenannte Urgent Appeals direkt an den Außenminister, die Außenministerin des jeweiligen Landes. Das geht ganz schnell, einfach per E-Mail. Und einfach signalisiere als Vertreter der UNO, doch mit einer etwas anderen Autorität als Amnesty International zum Beispiel. Ich weiß davon, ich habe diese und jene Informationen. Ich weiß nicht, ob die stimmen. Ich kann die in Wien oder in Genf nicht überprüfen, ob die Person jetzt wirklich gefoltert wird. Aber die Gefahr ist sicherlich da. Und weil die Gefahr da ist, ersuche ich Sie, den Fall sofort zu untersuchen. Und wenn die Befürchtungen wahr sind, die Person vor Folter zu schützen, das heißt freizulassen oder zumindest sicherzustellen, dass die Person nicht weiter gefoltert wird. Das sind hunderte von solchen Urgent Appeals, die ich jährlich an, ich weiß jetzt nicht, wie viele Regierungen der Welt sende. Man darf auch da wieder nicht zu hohe Erwartungen stellen. Bei notorischen Folterstaaten ist das relativ wirkungslos. Die verschwinden irgendwo im Papierkorb. Bestenfalls kriege ich eine schnelle Nachricht. Wir danken Ihnen, dass Sie uns das geschickt haben. Wir werden alles tun, was in unserer Macht steht, und das natürlich sofort untersuchen. Und dann hört man nichts mehr. Aber bei Staaten, deren Reputation doch der Regierung wichtig ist, kann das schon was bewirken. Also es kann auch was, also es gibt sicherlich viele Fälle, wo Menschen zumindest dann besser behandelt wurden durch so eine Intervention. Oder generell, ich schicke einfach, wenn ich das Gefühl habe, ich habe relativ gute Informationen, dass es hier Folter war, einfach einen Brief und ersuche einfach, ich sage, ich bin nicht imstande, jetzt wirklich nachzugehen, ob diese Vorwürfe stimmen, die können auch falsch sein, aber Sie haben eine erstarrt, eine rechtliche Verpflichtung, jedem dieser Vorwürfe wirklich nachzugehen, das zu untersuchen und wenn es sich als richtig herausstellt, auch die Täter vor Gericht zu stellen und zu verurteilen, dem Opfer Schadenersatz zu zahlen und so weiter. Neben diesen faktisch schriftlichen Kommunikationen gibt es dann sogenannte Fact-Finding Missions, allerdings, und das ist immer der große Nachteil, nur auf Einladung bzw. zumindest mit Zustimmung der betreffenden Regierung. Es gibt Regierungen, die dafür bekannt sind, dass sie generell kooperieren. Da kann ich zwar schon sehr oft wieder Briefe schreiben und sage, ich habe so relativ viele Hinweise, dass es bei ihnen doch systematische Folter gibt, aber ich weiß nicht, ob es stimmt. Das Beste, wenn Sie sagen, es stimmt nicht, ist das Beste, Sie laden mich ein, ich schaue mir das vor Ort an und versuche dann einen wirklich objektiven Bericht zu schreiben. Wenn Sie recht haben, dann ist das auch in Ihrem Interesse festzustellen, dass das einfach falsche Vorwürfe sind, aber um wirklich die Wahrheit ans Licht zu bringen. Aber Staaten, die wirklich systematisch foltern, laden mich sehr selten ein, weil es ist irgendwie ein Eigengoal. Aber es kommt immer wieder vor, also zum Beispiel Nepal wäre ein gutes Beispiel, wo ich gerade zur Zeit, wo der bewaffnete Konflikt zwischen dem König und der Regierung, also Militär, Polizei mit den Maoisten wirklich so ungefähr am Höhepunkt war, sie haben mich trotzdem eingeladen. Da gibt es verschiedene Gründe, einfach auch um dem internationalen Druck etwas zu entkommen, zu sagen, wir kooperieren ja. Wir wissen, wir haben Probleme, das hängt einfach auch mit dem bewaffneten Konflikt, mit dem Aufständischen zusammen. Wir sehen das schon ein, aber so arg ist es auch wieder nicht, wie die NGOs sagen. Daher laden wir den UNO-Sonderberichterstatter über Folter oder über willkürliche Haft oder es gibt so circa 30, 40 von solchen Sonderberichterstattern ein. Und Nepal war auch wirklich ein gutes Beispiel, weil ich konnte dort wirklich völlig unbeeinflusst recherchieren und auch einen sehr substanziellen und auch sehr kritischen Bericht. Ich habe wirklich systematische Folter festgestellt und es hat dort sehr wohl nicht nur jetzt zu dieser typischen Gegenreaktion, das ist alles falsch, erlogen und unobjektiv, sondern die Regierung Nepals hat das durchaus ernst genommen und es hat einen gewissen Einfluss gehabt auf den Friedensprozess. Und das sind auch positive Erfahrungen. Oder ich fahre auch in Länder, wo Folter nicht systematisch ist, aber sehr wohl ein Problem ist. Und es gibt fast kein Land,
der Welt, wo man sagen kann, das ist gar kein Problem. Also zumindest die Haftbedingungen sind in allen Ländern verbesserungsfähig. Und wenn zum Beispiel Georgien wäre ein Thema, nach der Rosenrevolution doch eine Regierung an die Macht kommt, die sagt, wir wollen hier wirklich Menschenrechte besser verwirklichen, dann kann ein Besuch meinerseits auch diese Reformkräfte unterstützen, indem man gemeinsam sagt, so ist die Situation. Ich kann auch versuchen, technische Hilfe anzubieten. Also faktisch, indem ich sage, hier gibt es, also wenn ihr ganz konkrete rechtliche oder sonstige Reformen macht, die ich empfehle, dann kann ich umgekehrt auch versuchen, dass das UNO-Entwicklungsprogramm oder das Hochkommissariat für Menschenrechte auch dann technische Hilfe leistet. Zum Beispiel sind oft die Gefängnisse in einem wirklich fürchterlichen Zustand, oft 200 Jahre alt und hygienisch und so weiter in einem sehr schlechten Zustand. Da kann es auch wirklich helfen, wenn eine Regierung an sich was verbessern will, durch technische Hilfe einfach ein modernes Gefängnis hinzustellen, das modernen menschenrechtlichen Standards entspricht. Das heißt, um auch schon zum Abschluss zu kommen, ich habe in der Zeit, seitdem ich bestellt wurde, Georgien, die Mongolei, Nepal, China war eine sehr schwierige Mission, besucht, Jordanien, Paraguay. Paraguay war auch so ein Beispiel eines Staates, der wirklich ja in den 90er Jahre die Stroessner-Diktatur hatte mit fürchterlichsten Menschenrechtsverletzungen und heute sehr wohl daran interessiert ist, die Situation zu verbessern und auch die Vergangenheit aufzuarbeiten. Und da haben wir eigentlich sehr, sehr gut kooperiert, obwohl nach wie vor vieles zu kritisieren ist. Das heißt, das sind diejenigen Staaten, die ich besucht habe. Dann gibt es Fälle, die nicht so angenehm sind, dass mich Staaten einladen ausdrücklich und dann kurz bevor es soweit ist, die Einladung zurückziehen oder mit irgendwelchen Argumenten dann sagen, das müsste man eigentlich verschieben. Das war die Russische Föderation. Ich hätte, und das war alles vorbereitet im Oktober vergangenen Jahres, einen längeren Besuch nach Russland, aber insbesondere in den Nordkaukasus-Republiken, also Tschetschenien und andere Republiken machen sollen und wirklich 10 Tage, nachdem alles vorbereitet war, und das ist natürlich bei solchen Missionen schon sehr, sehr viel. Man muss ja vor allem auch die Sicherheitssituation, Tschetschenien ist eine Situation, wo man nicht einfach so hinfahren kann, sondern wirklich mit Militärschutz und so weiter. Und das musste dann verschoben werden und ich habe immer noch keinen Ersatz damit bekommen. Jetzt gerade hätte ich in Sri Lanka sein sollen, wurde eben, und auch Sri Lanka ist durch den Konflikt mit den Tamil Tigers ein schwieriges Land. Und ich versuche hier immer nicht nur mit der Regierung, sondern auch dann in dem Fall mit den, wie man sie benennt, Befreiungsbewegungen, Guerillabewegungen, Aufständischen, die nennen sie natürlich Terroristen, in Kontakt zu kommen und habe die Termine auch schon genau geplant mit der Führung der LTTE. Und letzter Fall, Guantanamo Bay, der schon benannt wurde. Hier gab es eine Einladung der Vereinigten Staaten von Amerika, sehr, sehr spät, aber eben doch mit Auflagen, die ich dann nicht akzeptieren konnte. Das heißt, wir haben zwar einen Termin festgelegt, aber letztlich musste ich auch diesen Besuch absagen. Da geht es, und das ist auch wichtig, ich kann nur so eine Einladung annehmen, wenn sie ernst gemeint ist. Und da gibt es für mich Mindeststandards, die für mich nicht verhandelbar sind. Das heißt, wenn ich Folter untersuche in einem konkreten Land, natürlich, ich rede mit der Regierung, den verschiedenen Ministern und so weiter, ich rede mit nichtstaatlichen Organisationen, ich rede mit Opfern, Familienangehörigen, wer immer mir Informationen geben will. Aber die wichtigste Information bekomme ich in den Haftanstalten. Das heißt, von Polizeidienststellen, wo verhört wird, über Untersuchungshaftgefängnisse, über Strafvollzugsanstalten, psychiatrische Einrichtungen und so weiter, wo immer Leute ihrer persönlichen Freiheit beraubt sind, weil Folter, wie gesagt, in der Regel hinter verschlossenen Türen stattfindet.
Und ich natürlich durch die Interviews mit Häftlingen, ich habe auch immer Ärzte, Ärztinnen mit, am ehesten an Fälle herankomme. Und das geht aber nur, wenn ich mit diesen Personen unter vier Augen sprechen kann. Es muss mir zugesichert sein, hier private Interviews zu machen, wo nicht Gefängniswärter oder sonstige staatliche Bedienstete, Dolmetscher und so weiter dabei sind. Ich nehme meine eigenen Dolmetscher mit, meine eigenen Ärzte und so weiter, um wirklich auch das Vertrauen herstellen zu können, dass das eine unabhängige Untersuchung ist und das, was immer mir die Leute sagen, nicht sofort irgendwo abgehört wird und dann gegen sie verwendet wird. Die Leute haben natürlich, wenn sie wirklich gefoltert wurden, fürchterliche Angst, dass was immer sie hier sagen, dann zu Repressionsmaßnahmen führen wird. Nachdem mir das die amerikanische Regierung nicht zusichern konnte, haben wir Guantanamo Bay abgesagt, aber sehr wohl einen gemeinsamen, das war ein Bericht, den ich mit vier anderen solchen Sonderberichterstattern gemacht habe und sind zu sehr klaren Ergebnissen gekommen, dass das alles illegal ist und dass dort auch gefoltert wurde und dass daher dieses Lager so schnell wie möglich zugesperrt werden soll. Und wir sind derzeit in der Phase, wo es eine gewisse Bereitschaft gibt, der Bush Administration unter diesem massiven Druck. Und ich muss sagen, nach unserem Bericht haben sich viele andere eigentlich unserer Rechtsauffassung angeschlossen. Und der Druck nimmt einfach zu. Also da bin ich nach wie vor halb optimistisch, dass das doch noch während der Bush-Regierung irgendwann einmal geschlossen wird. Aber das ist nicht ganz so einfach. Da muss man wirklich zusammenarbeiten und eine Lösung finden für die Leute, die noch dort festgehalten sind. Ich möchte dem bewenden lassen, um Ihnen einfach ein bisschen einen Einblick zu geben, was so die Tätigkeit eines Sonderberichterstatters ausmacht. Fangen wir mit den Fact-Finding Missions an in Folterstaaten und diesen Vier-Augen-Gesprächen mit den Häftlingen, die Sie eben angesprochen haben. Wie können Sie tatsächlich sicherstellen, dass das nicht abgehört wird, respektive dass die Häftlinge sich dessen sicher sein können, dass nicht abgehört wird? In China zum Beispiel hatten sie meines Wissens ziemlich massive Abhörprobleme. Und wie können Sie sicherstellen, dass die Häftlinge, wenn sie offen sprechen, nicht nachher schwerwiegende Konsequenzen zu tragen haben? Und auf der anderen Seite auch, dass von den Häftlingen möglicherweise aus Angst eine Art von Nebelwand errichtet wird, wenn wir etwa denken an jenen legendären Rotkreuzbesuch im Sommer 1944 in Theresienstadt, wo das Rote Kreuz auf überhaupt nichts drauf gekommen ist. Und das ist aber nicht der einzige Fall in der Geschichte dieser Art. Also da stellt sich schon ein Bündel von Fragen, der Schutz der Häftlinge, wenn sie sprechen, und das Vertrauen der Häftlinge, dass sie sich überhaupt trauen, mit ihnen offen zu reden? Das ist eine ganz wichtige Frage. Es gibt keinen hundertprozentigen Schutz. Das heißt, ich kann nur so offen und ehrlich wie möglich sein. Das heißt, Sie, ja. Aber das heißt, ich sage immer, wenn ich in ein Gefängnis komme und dort mit Leuten reden will, ich stelle mich einmal vor, sage, das ist meine Funktion, ich habe nichts zu tun mit dieser Regierung hier, ich habe alle Zusicherungen, dass unsere Gespräche vertraulich sind, dass sie auch nicht abgehört werden, aber gleichzeitig muss ich der Person sagen, ich kann sie nicht hundertprozentig beschützen. Die reine Tatsache, selbst wenn wir nicht abgehört werden, die reine Tatsache, dass sie mit mir sprechen, kann schon zu Repressalien führen. Und sie müssen sich gut überlegen, ob sie mit mir reden wollen. Das heißt, die Person kann von vornherein sagen, und das habe ich sehr oft erlebt, ja. Und das ist natürlich für mich auch nicht angenehm, ich bereite mich ja sehr gut vor. Ich habe ja sehr viele Einzelfälle. Das heißt, ich gehe in ein Gefängnis hinein und ich will eine ganz konkrete Person sehen, weil ich weiß, dass die, oder ich habe Informationen, dass die gefoltert wurde. Das heißt, wenn Sie hinkommen, wissen Sie bereits, mit welchen Personen im Gefängnis Sie sprechen wollen? Idealerweise ja, allerdings nicht immer so. Das hängt davon ab, wie gut die Quellen sind, die mich informieren. Und das sind meistens wirklich die
was wir Human Rights Defenders, also Menschenrechtsverteidiger nennen. Das sind oft wirklich kleine NGOs, die in diesem Land arbeiten, oft unter extrem schwierigen Situationen, auch unter Lebensgefahr. Aber das sind die, die die besten Informationen haben und mir sagen können, wir wissen, vor 3 Tagen ist diese Person festgenommen worden und wir haben gute Informationen, die sitzt dort und dort. Können Sie die bitte besuchen, weil wir fürchten, dass die wirklich gefoltert wurde. Oft weiß ich das nicht. Oft gehe ich auch in ein Gefängnis und habe keinen einzigen Namen. Das hängt von der Vorinformation ab. Aber dann gehe ich einfach hinein und sage, wer möchte mit mir reden? Nicht ganz so. Da das heißt, aber die Direktion dann natürlich mit. Nein. Wer mit Ihnen? Nein, überhaupt nicht. Das ist für mich ganz wesentlich. Ich muss unter 4 Augen schon auch mit den Häftlingen sprechen. Nein, das war jetzt ein Missverständnis. Aber in der Auswahl der Häftlinge, ja, auch in der Auswahl. Wenn Sie selber keine gezielte Recherche haben, weil Sie über das Gefängnis nicht mehr wissen, als dass es im Verdacht steht, ein Foltergefängnis zu sein, und keine Namen haben, dann hat die Gefängnisdirektion eine gewisse, zumindest indirekte Entscheidungskompetenz. Nein? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich kann mir anschauen, zum Beispiel, wenn ich in eine Untersuchungshaft gehe, das ist in der Regel eine Haftanstalt, wo ich relativ schnell an Informationen herankomme. Wenn ich in das Polizeigefängnis gehe, in die Polizeidienststelle, wo die Leute für 10 Tage oder so festgehalten werden, dort ist es viel schwieriger, weil dort haben die wirklich Angst. Sobald die Person weg ist und in der Untersuchungshaft ist, sind sie eher bereit zu reden. Das schaue ich mir also zum Beispiel an. Ich sage mal, ich habe ja Zugang zu allen Dokumenten. Ich sage, ich will das Haftregister und ich will jetzt mir diejenigen anschauen, die innerhalb der letzten 10 Tage hereingekommen sind. Können Sie mir einen, meistens ist das computerisiert, meistens geht das ganz gut, zu sagen, wer sind diejenigen? Und dann schaue ich mir die an, dann gibt es vielleicht irgendwelche anderen Hinweise, Staatsangehörigkeit und so weiter. Oder ich sage, ich möchte einfach mit jenen sprechen, die derzeit in Einzelhaft sind, in einer Disziplinierungszelle sind. Das sind meistens, die haben irgendwie aufbegehrt oder was immer der Grund ist. Das heißt, die sind eher gefährdet, geschlagen worden zu sein. Ich habe irgend so einen Zugang, dass ich dann mir eine ganz konkrete Zelle anschaue. Da sitzen vielleicht 5 Leute drinnen und einfach dort dann sage, möchte jemand mit mir sprechen? Und ich kann dann sehr wohl, auch wenn diese Person sagt, also ich bin erst gestern gekommen, mir ist eigentlich nichts passiert, dann frage ich immer, aber wissen Sie irgendjemanden sonst? Und die Häftlinge untereinander wissen relativ gut Bescheid. Das heißt, ja, ich habe gehört von dem und dem und das heißt, er gibt mir Namen oder irgendwie weitere Hinweise und man kann sich so einfach weiterhandeln und kommt dann auf Leute. Also das ist an sich, wenn ich weiß, dass an und für sich dort gefoltert wird und wenn die Leute nicht völlig eingeschüchtert sind, dann komme ich doch an sie heran und dann rede ich mit dieser Person allein und dann sage ich ihr, also wie gesagt, keinerlei Verpflichtung mit mir zu reden, da gibt es auch gewisse Risiken, ich kann nur versuchen, diese Risiken so klein wie möglich zu halten, das heißt, ich würde nie, wenn mir der Gefängnisdirektor sagt, also okay, wenn Sie Interviews machen wollen, da habe ich dort dieses Zimmer für Sie reserviert, das würde ich nie annehmen, sondern ich frage meistens dann den Häftling, und frage, wo fühlen Sie sich am wohlsten? Wo haben Sie, Sie kennen ja das Gefängnis, wo haben Sie das Gefühl, dass wir am ungestörtesten sind? Das kann sogar in der Zelle selbst sein. Dann frage ich die anderen Häftlinge, ob sie die Zelle verlassen. Oder der oder die sagt, also dort hinten gibt es irgendwie so ein Eck oder so ein Kammerl, dort wird sicher nicht abgehört. Also ich versuche schon, solche Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, dass wir außer Sicht und Hörweite sind von Gefängnispersonal. Das ist meistens nicht so schwierig. Natürlich kann ich nie hundertprozentig ausschließen, dass nicht irgendwo überall abgehört wird. Das ist mir eine Unterscheidung wichtig, die Sie getroffen haben. Sie haben zwischen Polizeidienststellen und Untersuchungsgefängnis unterschieden. Die statistische Erfahrung sagt, dass die größte Gefahr, gefoltert zu werden, zunächst einmal in den ersten 48 Stunden nach der Verhaftung liegt. Insofern sind die Polizeidienststellen strukturell gefährlicher, als es anschließend das Untersuchungsgefängnis ist. Das ist zumindest eine allgemeine Erfahrung. Ja, stimmt.
Ja, es ist, ich muss mir fragen, muss mich fragen, was sind die Gründe? Die klassischen Gründe waren und sind auch nach wie vor, wenn man Länder wie eigentlich die gesamten ex-sowjetischen Staaten sich anschaut, China, aber viele andere auch, da ist nach wie vor, in der ganz normalen, ich rede jetzt nicht von den Falun Gong oder den politischen Gefangenen, ja, sondern der ganz normale Strafprozess beruht halt nach wie vor sehr oft darauf, dass die Richter sich darauf verlassen, dass die Polizei ein Geständnis erwirkt. Ja, und dieses Geständnis ist dann ja, im Wesentlichen die Basis für eine Verurteilung. Dass der auch eingeschüchtert oder gebrochen wird, gleich zu Beginn des amtlichen Prozesses, des amtlichen Verfahrens. Wenn ich weiß, dass die Justiz so funktioniert, weil sie einfach aus Personalmangel oder auch aus Tradition einfach noch nicht auf Sachbeweise oder sonstige Formen von Beweisen setzen, sondern viele Verfahren beruhen einfach auf dem Geständnis. Und wenn der das irgendwann einmal vor der Polizei unterschrieben hat, dass er diesen Mord oder diesen Diebstahl begangen hat, dann genügt es sehr oft und das wird verwendet, darf natürlich nicht, aber wird verwendet im gerichtlichen Verfahren als der Hauptbeweis. Wenn das System so funktioniert, dann ist natürlich der Druck auf der Polizei extrem groß, ein Geständnis zu erzielen. Und natürlich, Kampf gegen die Kriminalität ist immer ein wichtiges nationales Interesse. Das heißt, die sind unter massivem Druck und natürlich fangen die an, dann gerade in der ersten Zeit mit allen möglichen Mitteln eben die Person so weit zu kriegen, dass sie diesen Diebstahl oder diesen Mord gesteht. Während, das ist die eine Seite. Eben, darf ich dazu eine Zwischenfrage? Wenn wir es unterscheiden, politische Häftlinge sind eher in der Gefahr, anhaltend, auch über einen längeren Zeitraum gefoltert zu werden. Das ist aber was anderes als das, was Sie eben besprochen haben, die wegen eines kriminellen Delikts eingeliefert werden. Die sind in den allerersten Stunden oder allerersten Tagen am gefährdetsten, ja, und nachher wesentlich weniger, im Gegensatz zu den politischen Häftlingen. Ich würde auch meinen, dass bei den Politischen die erste Zeit immer die gefährlichste ist. Ne? Gerade politische Häftlinge werden oft wirklich über relativ lange Zeit einfach, was wir Inkommunikado nennen, das heißt unter völligem Abschluss, ja, von der Außenwelt, irgendwo in einer Militär- oder Sicherheitsdienst, Geheimdienst, Kaserne oder wo immer festgehalten. Und wenn man wirklich weiß, es hat kein Anwalt, kein Arzt, irgendwer Zugang, dann ist diese Person einfach völlig ausgeliefert. Und da wird einfach sehr, sehr oft gefoltert. Also das gilt auch für die Politischen natürlich. Nur es stimmt, die sind natürlich auch dann viel, viel länger, auch deren Art und Weise, also wenn man an China zum Beispiel denkt, die Art und Weise, wie sie auch im Gefängnis, also nachdem sie schon lang verurteilt sind, behandelt werden, wo dann irrsinniger Druck ausgeübt wird, auch so mentaler Druck, einfach einzusehen, dass sie was falsch gemacht haben, also dieses Umerziehungsdenken, die müssen also Strafprozessordnung und Strafgesetz und was weiß ich, was alles auswendig lernen und sind also wirklich einem massiven Druck ausgesetzt, der also normale Häftlinge, normale Kriminelle, die verurteilt sind, die lässt man im Wesentlichen dann in Ruhe. Also das stimmt schon, politische Häftlinge sind sicherlich mehr gefährdet, gefoltert und auch unterdrückt, erniedrigt zu werden als ganz nicht politische. Kommen wir zu den Konsequenzen Ihrer Besuche. In Jordanien zum Beispiel wurde, nachdem Sie dort waren, ein Foltergefängnis geschlossen. Das ist ein enormer Erfolg. Die naheliegende Frage ist aber natürlich, wie weit kann man begründet hoffen, dass nicht anschließend stattdessen nebenan gefoltert wird. Und Folterer sind, wenn ich das recht gelesen habe, in dem Fall in Jordanien auch vor Gericht gestellt worden. Wie weit gibt es eine nachfolgende Beobachtung seitens der UNO etwa, dass dieser Prozess nicht eine reine Farce ist? Und sowas passiert ja nicht nur in Jordanien. Wir werden auch auf die österreichische Situation und den nachfolgenden Prozess kommen. Also die Gefahr, dass ein Prozess zur Farce entartet, ist ja einfach gegeben. Ich würde zum einen sagen, eines der Hauptprobleme, Hauptgründe, dass gefoltert wird, ist die Straflosigkeit. Es gibt weltweit nur ganz, ganz wenige Folterer, die wirklich
bestraft wurden. Und das gilt für Jordanien genauso, also wie für viele andere Staaten. Auf der anderen Seite, was ist das Follow-up? Das hängt sehr, sehr davon ab, wie gut ist die UNO insbesondere in diesem Staat vertreten. Wieder ein Beispiel zu geben, Nepal. Während ich dort war, hat die UNO-Hochkommissarin eine sehr, sehr gute, was wir dort Feldmission, Feldpräsenz nennen, aufgebaut. Das heißt, dort waren sehr, sehr viele Menschenrechtsbeobachter dort. Und die haben dann auch auf der Basis eines Abkommens mit der Regierung gewisse Rechte. Die haben mich sehr unterstützt und ich habe dann dort ganz konkret gesagt, also ich habe wirklich Angst, vor allem in Militärkasernen, wo wir Leute gefunden haben, die schwer gefoltert wurden, oder auch in der Polizei und so weiter, dass ich dann dort sage, bitte könnt ihr einfach in der darauffolgenden Woche alle die Personen, die ich gesehen habe, wieder besuchen, um zu sehen, ob es irgendwelche Repressalien gegeben hat. Wenn die UNO dort nicht so präsent ist, das war zum Beispiel in Jordanien, dann habe ich das Internationale Komitee des Roten Kreuzes gefragt. Die dürfen in der Regel in alle Gefängnisse gehen. Sie haben nur die Einschränkung, dass sie darüber nicht öffentlich berichten dürfen. Aber natürlich hat das wieder eine abschreckende Wirkung. Also wenn die dann wirklich in der Woche darauf alle diese Menschen besuchen und dort feststellen, die sind jetzt gefoltert worden, weil sie mit mir kooperiert haben, dann kann natürlich das Rote Kreuz das sowohl natürlich sofort mit der Regierung thematisieren und hoffentlich erreichen, dass das nicht so weitergeht. Also es gibt schon gewisse Möglichkeiten, die wir haben. Ich kann natürlich auch eine Follow-up-Mission machen, kommt sehr selten vor, aber im Prinzip haben Sie völlig recht, das ist eine der Schwachstellen. Die UNO ist einfach in dem Bereich nicht entsprechend stark, um wirklich sicherzustellen, dass es ein ordentliches Follow-up gibt, dass auch meine Empfehlungen wirklich umgesetzt werden, dass der Druck da ist. Sehr oft werden meine Berichte zwar irgendwie angenommen und man wird sagen, das war alles wunderschön, aber dass jetzt wirklich der politische, diplomatische, ökonomische oder was immer Druck kommt, dass die das wirklich umsetzen, da ist einfach das sind die Menschenrechte leider nach wie vor auf der internationalen Agenda nicht wichtig genug. Da sind andere Sachen, ökonomische Interessen, Sicherheitsinteressen viel, viel wichtiger als Menschenrechte. Das mag auch mit den USA zusammenhängen, wenn wir jetzt diese finstere Welt der Folterstaaten verlassen. Die USA sind die größte Demokratie der Welt, sind kein Folterstaat, aber die USA haben sich an die Folter in einer Weise angenähert, die vor einem Jahrzehnt undenkbar gewesen wäre. In der Bush-Administration, es hat eine, meine ich, ebenso spannende wie verheerende Diskussion in den USA gegeben in den letzten Jahren. Eine Schlüsselfigur ist der auch von Ihnen zitierte Professor Alan Dershowitz aus Harvard, an sich ein Liberaler, der die Position vertreten hat, mit dem, was die Bush-Administration macht, Bush und Cheney, mit dem allen das Outsourcen von Häftlingen, die die Amerikaner in ihren Gewahrsam haben, in Folterstaaten wie Syrien oder Ägypten. Damit will Dershowitz nichts zu tun haben, aber er sagt, wenn es denn so ist, dass auf der Welt so viel gefoltert wird, wäre es dann nicht sinnvoller und humaner, die Folter in irgendeiner Weise zu reglementieren, statt dass es diesen Wildwuchs gibt, den es de facto gibt. Das ist das eine Argument. Und das zweite Argument ist, es gibt keine absolute Moral, auch in der Folterfrage gibt es eine Kosten-Nutzen-Abwägung. Und er bringt dann dieses Beispiel, das Sie besonders nicht mögen, dass mit der tickenden Bombe ein Terrorist ist verhaftet und er weiß, es wird eine Bombe hochgehen und sie wird 10.000 in den Tod reißen. Ist es legitim, unter diesen Umständen erlaubt, verschärfte Verhörmethoden, das heißt Folter, anzuwenden? Und diese Diskussion ist in den USA doch ziemlich ernsthaft geführt worden.
Und ich meine, dass das eine der schlimmsten Verheerungen ist, die die Bush-Administration überhaupt weltweit angerichtet hat, dass sie die Folterdiskussion überhaupt wieder möglich gemacht hat, was vor 10 Jahren undenkbar schien. Das stimmt. Also ein Tabu ist gebrochen worden und das hat sehr, sehr viel Unheil angerichtet. Um das auch irgendwie verständlich zu machen, Folter wurde weltweit, insbesondere in Reaktion auf den Nationalsozialismus, wo ja die Vereinten Nationen gegründet wurden und schon dort von Beginn an, Folter ist eines der ganz wenigen Menschenrechtsverletzungen, die absolut verboten sind. Sklaverei wäre ein anderes Beispiel. Das heißt, absolut heißt auch im Ausnahmezustand, im Krieg, wo immer, Folter ist absolut verboten. Trotzdem natürlich wurde in vielen Staaten der Welt auch nach dem Zweiten Weltkrieg gefoltert. Ich muss nur an die französischen Foltermethoden in Algerien denken oder die ganzen lateinamerikanischen Diktaturen in den 70er, 80er Jahren des letzten Jahrhunderts. Aber weltweit in Asien, Afrika und auch in Europa, die griechische Militärdiktatur in den späten 60er Jahren, die Türkei, die Sowjetunion also und auch jetzt die Russische Föderation, wenn man an Tschetschenien denkt und so weiter. Nur der wesentliche Unterschied war, dass sich die Staaten trotzdem bewusst waren, dass sie hier etwas tun, was rechtswidrig ist. Und das heißt, dass sie es im Wesentlichen abgestritten haben. Das war die klassische Reaktion von Staaten, das stimmt alles nicht. Aber sie haben es nicht legitimiert. Während nach dem 11. September hat Alan Dershowitz und verschiedene Leute aus dem akademischen Bereich, aber natürlich auch aus dem politischen Bereich, haben versucht, das absolute Folterverbot zu relativieren. Und haben damit eine sehr, sehr unsägliche und gefährliche Diskussion vom Zaun gebrochen. Alan Dershowitz hat sogar so eine Art utilitaristischen Zugang, der sagt, in genau dieser tickenden Bombe, in diesem Szenario, wird in Wirklichkeit jeder Polizist foltern. Das ist sein Ausgangspunkt. Und dann sagt er genau das, wenn die sowieso foltern, dann ist es mir lieber, es entscheidet nicht der einzelne Polizist, ob er foltert, sondern dann wollen wir es lieber rechtlich reglementieren, dann schauen wir genau hinein, für welchen Fall, Extremfall darf man foltern und welche Foltermethoden darf man dafür und dafür anwenden. Und idealerweise haben wir dann noch einen Richter, eine Richterin, die dann auch ausdrücklich das sich anschaut und sagt, ja, diese Person darfst du foltern und diese Person darfst du besser noch nicht foltern. Oder diese mit Elektroschocks und die vielleicht mit ein paar Schlägen. Das ist allen Ernstes im 21. Jahrhundert der Vorschlag eines renommierten Harvard-Professors, der in der Bush-Administration sehr positiv aufgenommen wurde. Dann sind wir zurück im Mittelalter. Das ist genau das, was wir im Mittelalter gehabt haben. Die, peinliche Halsgerichtsordnung, also die Strafprozessordnung vom Karl V., die ist zu circa 2/3 aus Folterbestimmungen bestanden. Da wurde genau geregelt, das war legitim damals. Man hat damals gesagt, für den normalen Strafprozess brauchen wir die Folter zur Wahrheitsfindung. Das war die Idee. Und dann hat man es ganz genau geregelt, für welches Delikt konnte welche Folter angewendet werden und so weiter. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn, sowas wieder. Und ist keine Konstellation denkbar, unter der ich komme zum Zweiten noch. Ich bin jetzt einmal nur auf das Erste eingegangen, ja. Auf das Dershowitz-Argument, soll man es nicht reglementieren? Also ich möchte nicht, dass unsere Richter und Richterinnen jetzt wieder entscheiden müssen, ob gefoltert werden darf. Das ist für mich wirklich völlig, völlig absurd, ja. So ein Vorschlag. Und ich würde schon meinen, dass die Hypothese des Herrn Dershowitz falsch ist. Und ich hoffe, es ist sogar in den Vereinigten Staaten falsch. Ich glaube es einfach nicht, dass in einer Extremsituation jeder amerikanische Polizist sofort foltert. Aber wir haben einen ähnlichen Fall in Deutschland gehabt, der sogenannte Taschner-Fall. Das heißt, wo nach der Entführung des Jakob von Metzeler, glaube ich, ist eh bekannter Fall, also ein Bub entführt wurde und man dann den Entführer gefunden hat. Und der
der immer einfach falsche Informationen gegeben hat. Man versuchte, das Kind zu finden, hat gehofft, dass das Kind noch am Leben ist, und der hat die Leute immer wieder woanders hingeschickt. Aber es war klar, dass er der Entführer ist. Er ist der Einzige, der weiß. Nicht ganz die tickende Bombe, aber zumindest ein Menschenleben könnte man retten. Und der Vizepräsident der Frankfurter Polizei hat dann gesagt, also jetzt, wir kommen nicht weiter und die Zeit vergeht, wir müssen irgendwas tun. Also drohen wir ihm Folter an und im schlimmsten Fall auch leichte Formen der Folter, sollte in diesem Fall ethisch gesehen rechtfertigbar sein, richtig sein. Und er hat innerhalb der Frankfurter Polizei niemanden gefunden. Die haben einfach gesagt, das tun wir nicht. Wir haben einen klaren ethischen und auch polizeiprofessionellen Code. Wir lassen uns auf das nicht ein. Man hat jemanden dann einfliegen müssen. Der das, und in Wirklichkeit ist es dann auch so ausgegangen, dass er wurde nicht gefoltert, es wurde ihm angedroht, und er hat dann sehr wohl relativ schnell dann den richtigen Ort bekannt gegeben, und man hat gesehen, dass das Kind schon tot war. Es war schon vorher tot. Aber was wichtig ist daran, ist, dass der Herr Daschner, der auch, das war in den öffentlichen Medien, war eine große Diskussion, ist das nicht doch ethisch vertretbar, dass er trotzdem verurteilt wurde? Er hat dann mildernde Umstände bekommen, weil er das einfach so auch aus ethischen Gründen gerechtfertigt hat. Das ist alles okay. Aber wichtig ist die klare Entscheidung, das ist trotzdem rechtswidrig und schuldhaft. Das heißt, du hast gefoltert oder Folter angeordnet, und dafür sollst du auch verurteilt werden. Ob das dann eine bedingte Freiheitsstrafe ist, da kann man dann drüber streiten, ob das adäquate Strafmittel ist dagegen. Das Zweite ist jetzt, Entschuldigung, dass ich das nur, das Zweite ist, überhaupt kann es nicht in diesem Extremfall rechtlich oder ethisch vertretbar sein, zu sagen, ich habe also die große Chance, jetzt 200 oder 2000 oder 2 Millionen Menschenleben zu retten, indem ich diesen einen Täter, der eben den Code der Bombe hat, foltere. Meine Antwort darauf ist A, rechtlich, es ist absolut verboten. Nein, hier gibt es keine Güterabwägung. Aus ethischer Sicht stehe ich aber genauso dazu, weil einfach erstens einmal die Erfahrung zeigt, dass diese Extrembeispiele in der Praxis so gut wie nicht vorkommen. Ich schließe sie nicht aus, theoretisch, dass es sie mal geben kann, aber dass es wirklich die Situation gibt, wo ich genau alle Informationen habe und dann zu foltern beginne, und dass das wird sehr, sehr selten sein. Aber das größere, wichtigere Argument ist, wenn ich das einmal in so einem Fall zulasse, und das zeigt einfach die historische Erfahrung, dann öffne ich Pandoras Box, dann habe ich es jetzt einmal für einen ganz extremen Ausnahmefall, aber sobald ich einmal dieses Tabu gebrochen habe, dann findet jeder, der konkret in seiner, ihrer Polizeiarbeit was erreichen will, immer einen Grund, warum sein, ihr Fall jetzt der Ausnahmefall ist, der Folter rechtfertigt. Und wo immer wir im Extremfall irgendein Regime Folter gerechtfertigt hat, haben wir gesehen, ein paar Wochen, ein paar Monate später war es wirklich eine systematische Praxis. Und das ist für mich das wichtigste Argument, dass man eben beim absoluten Verbot der Folter bleiben soll, unbedingt, auch weil es eine der wirklich, und das wird sehr oft unterschätzt, gerade in dieser Diskussion, das wird ja zu leichtfertig, spricht man da darüber, ne, ein bisschen foltern, das ist doch nicht so fürchterlich. Folter ist eine der wirklich ärgsten Menschenrechtsverletzungen. Es ist die systematische Gewalt, es ist die totale Entmenschlichung des Opfers, aber auch des Täters. Es ist eine Form von struktureller Gewalt, die einfach Grundwerte eines menschlichen Zusammenlebens in Frage stellt. Und insofern ist es für mich viel verwerflicher zu foltern, als zum Beispiel im Extremfall, wenn ich ein Leben eines anderen Menschen retten kann, eine Person auch zu töten. Die Tötung ist nicht so sehr ein massiver Eingriff in die Menschenwürde, in das Innerste, was wir haben als Menschen, als wenn ich jemanden aus Notwehr töte. Also ich darf aus Notwehr töten, darf aber nicht aus Notwehr foltern. Sie haben jetzt auch schon ganz kurz die Situation des Gefolterten angedeutet. Wir haben jetzt in erster Linie über die Folter geredet. Es gibt diesen berühmten Essay von Jean-Amary, Die Tortur. Amary sagt darin, das Entscheidende ist, dass im Augenblick der Folter bei einem Menschen etwas zerstört wird, was nie wieder ganz werden kann. Er bezeichnet es als Weltvertrauen. Er sagt, dieses Weltvertrauen verliert der Gefolterte, und es ist nie
wiederherstellbar. Und ich möchte ein paar Sätze aus dem Text von Amary vorlesen. Da beschreibt er seine eigene Situation, als er von einem nationalsozialistischen Schergen gefoltert wird. Und da heißt es: Ich sprach, ich bezichtigte mich erfundener, fantastischer Staatsverbrechen, von denen ich heute noch nicht weiß, wie sie mir Baumel dem Bündel überhaupt haben einfallen können. In mir war offenbar die Hoffnung, ein wohlgezielter Schlag über den Schädel würde nach solch belastenden Geständnissen dem Elend ein Ende machen und mich schnell hinüberbefördern in den Tod, zumindest aber in Bewusstlosigkeit. Bewusstlos wurde ich schließlich wirklich. Es war für einmal vorbei. Es ist noch immer nicht vorbei. Ich baumle noch immer 22 Jahre danach an ausgerenkten Armen über dem Boden, keuche und bezichtige mich. Wer gefoltert worden ist, für den ist es nie wirklich ganz vorbei, ist die Erfahrung von Amary. Würden Sie diese Erfahrung aus dem, was Sie erlebt haben, verallgemeinern? Ja, sicher. Ich glaube, wenn man einer wirklichen Tortur, also man muss hier schon unterscheiden zwischen Folter als der stärksten Form, und dann gibt es Abstufungen, grausame, unmenschliche, erniedrigende Behandlung oder Bestrafung im Völkerrecht, aber auch im nationalen Recht. Folter ist wirklich das Stärkste. Wenn jemand wirklich gefoltert wurde, dann dauert es sehr, sehr lange, bis man mit den Folgen umgeht. Deswegen ist es so wesentlich, dass die Opfer auch, und das gilt gerade auch für Asylstaaten, wozu Österreich ja immer noch zählt. Also es gibt ja doch immer wieder noch Leute, die auch hier Asyl bekommen, und sehr viele davon sind Folteropfer, dass die auch nicht nur Asyl bekommen, sondern sehr schnell auch medizinische, psychologische, soziale und sonstige Rehabilitierungsmaßnahmen bekommen. Da gibt es eigene Zentren dafür. Das ist unheimlich wichtig, weil die Leute, das sogenannte Post-Traumatic Stress Disorder und so weiter, das sind Dinge, die haben Schlafstörungen unendlich lang, die sind wirklich völlig aus der normalen Bahn, können sich mit dem normalen Leben nicht mehr wirklich anfreunden. Das heißt, der Bedarf ist, Gott sei Dank gibt es sehr, sehr gute Spezialisten, die mit Folteropfern arbeiten können. Aber sehr, sehr viele der Folteropfer haben weder die finanziellen noch sonstigen Möglichkeiten, um wirklich in den Genuss dieser Therapie zu kommen. Aber ich kenne Folteropfer, die nie wirklich über dieses Trauma hinwegkommen. Man kann nur versuchen, ihnen zu helfen, den Weg zurück. Aber das ist so eine, nämlich, und das ist das, was ich vorher auch gemeint habe, ist diese Situation der völligen Ohnmacht, dieses völligen Ausgeliefertseins dem Folterer gegenüber. Und die auch eine wirklich völlige Entmenschlichung und eben nicht nur des Opfers, sondern auch des Täters. In Wirklichkeit haben auch die Täter massive Probleme und können nicht mehr normal in der Gesellschaft funktionieren. Also wir haben ja auch, also es ist hier eine ganz eigenartige Verbindung von Opfer und Täter. Griechenland zum Beispiel war während der Militärjunta in den späten 60er Jahren ein gutes Beispiel dafür, wo man Leute vom Land, junge Burschen rekrutiert hat in die Armee, aber auch in die Polizei, in die speziellen Foltersicherheitskräfte, und die wurden massiv gefoltert, in der Ausbildung zum Folterer wurde man selbst gefoltert, und zwar wochenlang gefoltert, bis man so weit war, ein willenloses Werkzeug zu sein im Dienste eines Regimes, das skrupellos gefoltert hat. Das heißt, auch Folterer sind selbst eigentlich Folteropfer, und da gibt es sehr erschütternde Berichte, auch wenn irgendwann einmal 20 Jahre später auf der Straße ein Folteropfer seinen oder ihren Täter wieder gegenübersteht, wie sprachlos die zueinander sind. Aber irgendwas verbindet sie gemeinsam, nämlich sie sind beide entmenschlicht. Ich nehme an, Sie haben jetzt gesprochen von diesem dänischen Film Your Neighbor's Son, in dem gezeigt wird, wie Wehrdienstpflichtige
ganz normale Wehrdienstpflichtige mit 18, 19 Jahren, unter der Voraussetzung, sie sind vom Land, sie sind autoritär erzogen, sie sind ungebildet, sie sind eher religiös, das schadet nicht. Eine Spezialausbildung am Anfang ihres Militärdienstes kriegen, die Foltercharakter hat. Und wenn sie das überstehen, nur ein Teil übersteht, dann sagt man ihnen, ihr seid die Elite, ihr seid die Wichtigsten und ihr kriegt die allerwichtigsten Aufgaben. Und die foltern dann im Rahmen ihres normalen Präsenzdienstes. Nur, ich habe das Ende des Films so in Erinnerung, das ist ein, ich weiß nicht, zweijähriger Präsenzdienst in Griechenland. Das erste Jahr ist die Ausbildung, in der sie selber mehr oder minder gefoltert werden. Das zweite Jahr sind sie Folterer und nachher sind sie dann wieder im Drogeriemarkt Verkäufer oder Bäcker oder was immer. Und ich hatte den Eindruck, ein Teil von denen geht aus dieser Geschichte auch wieder ziemlich unbeschadet heraus. Den Eindruck hat mir dieser Film vermittelt. Das heißt, es entsteht beim Folterer, wenn eine entsprechend starke Autorität hinter ihm steht, auch kein Unrechtsbewusstsein. Ich glaube, das hängt auch, das gibt es natürlich auch. Ja. Ich würde meinen, der Großteil derjenigen, die wirklich systematisch gefoltert haben, haben wahrscheinlich auch ein Problem ihr Leben lang. Aber es hängt sehr davon ab, mit welcher Motivation ich die Leute zum Foltern bringe. Und das ist einfach sehr oft Angst. Indem man durch ganz gezielte Propaganda eine bestimmte Personengruppe, in Griechenland waren es eben die Linken damals, Kommunisten und so weiter, das hängt ganz davon ab, in anderen sind es religiös determinierte oder ethnisch determinierte Gründe. Wenn ich also ein Feindbild aufbaue und dieses Feindbild auch gleichzeitig in meiner Propaganda eigentlich im das Menschsein irgendwo abspreche. Also natürlich bei Sklaven war es überhaupt, aber bei den Juden in der Zeit des Dritten Reiches, indem ich sie zu Untermenschen mache, kann ich natürlich auch die Schwelle natürlich heruntersetzen. Ne? Jemanden, eine Kreatur, die eigentlich kein wirklicher Mensch ist, kann man leichter foltern. Das gilt heute ein bisschen auch für des Terrorismus verdächtige Personen. Die werden auch so ein bisschen außerhalb der Rechtsordnung gestellt und mit massiver Indoktrinierung zu sagen, das ist also irgendwie der Schlechte in Person, die sind für die gesamte Welt unheimlich gefährlich. Und deswegen, also ich baue so mit Hass, aber auch Angst, versuche ich diese moralischen Schwellen eigentlich abzuschaffen, um dadurch Leuten auch eine Motivation, eine Legitimation für Folter zu geben. Das geschieht leider sehr oft und die haben vielleicht dann wirklich, ich glaube, der Herr Pinochet hat bis zu seinem Tod fest daran geglaubt, dass er eine ganz wichtige Mission, eben die Linke in Chile auszurotten, geführt hat und hat sich, glaube ich, bis am Schluss, zumindest nach außen hin, nicht schuldig gefühlt, irgendwas getan zu haben. Und ich glaube auch Saddam Hussein hat nach wie vor am Schluss immer noch das Gefühl gehabt, er hat für eine gute Sache gekämpft. Also natürlich, wenn man so sehr dann verblendet ist, dann, aber das ist auch ein Selbstverteidigungsmechanismus, um irgendwie mit dem Bösen umzugehen. Wobei dieser Typus der lateinamerikanischen Folterdiktatur aus den 70er und 80er Jahren heute ja eher aus der Mode gekommen ist. Und die Frage ist, warum wird heute gefoltert? Was sind die wesentlichen Gründe? Informationsbeschaffung nehme ich an als... Ja, ich glaube, das ist ein wesentlicher Unterschied. Früher und so in den klassischen, was ich vorher gesagt habe, also so die klassische Strafrechtspflege in vielen Staaten, ist es wirklich das Geständnis. Das heute ist primär die geheimdienstliche und damit verbundene Informationsgewinnung. Die Leute, die in Guantanamo sitzen, sitzen dort nicht, damit man von ihnen Geständnisse erpresst oder noch mehr in den geheimen Lagern und so weiter, sondern hier geht es ausschließlich darum, von den Leuten Informationen zu bekommen, die im Kampf gegen den Terror präventiv wie repressiv einfach irgendwie von Wert sind. Das heißt, das ist eine völlig andere Motivation. Und
Und diesbezüglich ist auch der Kampf dagegen viel schwieriger, weil einfach das Argument bei der Erzwingung eines Geständnisses, nämlich dass das im Prinzip ja irrational ist, wenn Sie mich foltern, ich sage Ihnen alles, was Sie von mir wollen, nur dass Sie aufhören, mich zu foltern. Das heißt also, der Wahrheitsgehalt eines Geständnisses, das unter Folter erzwungen wurde, ist also sehr, sehr gering, während der Wahrheitsgehalt von Informationen, die ich aus geheimdienstlicher Sicht brauche, ist viel, viel höher. Das heißt, dort hat die Folter leider eine höhere Rationalität als bei der Erzwingung eines Geständnisses. Und das ist auch ein echtes Problem. Also man kann, lange Zeit hat man einfach dagegen argumentiert, das ist einfach völlig irrational, völlig unsinnig. Bei der modernen Form der Folter im Kampf gegen den Terror oder der sonstigen organisierten Kriminalität ist es leider nicht so irrational. Jetzt hat schon die Geheimdienstwelt einen leicht irren Anstrich. Wenn die Folter dazu kommt, dann wird es überhaupt verrückt. Mir hat ein englischer Freund eine Geschichte erzählt, ich weiß nicht, ob Sie die kennen, die wird in England recherchiert. Und zwar, das ist eine Vorgeschichte zum Irakkrieg. Es sei, ich sage es im Konjunktiv, die Ägypter erwischen einen Al-Qaida-Mann vor dem Irakkrieg, foltern den, und dieser Al-Qaida-Mann berichtet unter der Folter, dass Al-Qaida gemeinsam mit Saddam Hussein an der großen Bombe baut. Daraufhin teilen die Ägypter dieses Geständnis des Al-Qaida-Manns den Amerikanern mit und die Amerikaner torkeln in den Irakkrieg hinein. Die Vermutung dahinter ist, dass dieser Al-Qaida-Mann ein absolut Geschulter war, der selber eine Art Folterausbildung an seinem eigenen Körper schon erfahren hatte und dass die Al-Qaida auf diesem Wege über Ägypten eine gezielte Desinformation an die Amerikaner hat gehen lassen, die die Amerikaner in den Irakkrieg hineinlockt. Das ist eine Welt, die nicht unwitzig ist, die aber gleichzeitig so vollständig irr ist und mit so vielen Drehungen und Wendungen wie in einem John le Carré, aber das zeigt, dass es nicht mehr so ist, dass man mit erfolterten Geständnissen im Regelfall nichts anfangen kann, sondern dass es auf diesem Wege sogar möglich ist, mit erfolterten Geständnissen gezielte Desinformation zu treiben. Sicher. Und man muss auch dazu sagen, also ich muss das, was ich vorher gesagt habe, ein bisschen relativieren, damit kein falscher Eindruck entsteht. Also es gibt sehr viele Geheimdienstleute, die sagen, also die Möglichkeiten, wirklich gut verwertbare Informationen durch Folter zu bekommen, sind natürlich auch, werden sehr, sehr oft überschätzt. Und es gibt einfach andere, effizientere Möglichkeiten, die auch Geheimdienstleute haben, um an Informationen heranzukommen. Also auch hier ist es ein bisschen jetzt so eine Manie geworden, also ich muss unbedingt foltern. Und zwar leider auch in Geheimdiensten oder bei Geheimdiensten in demokratischen Staaten. Ja. Nun sind Sie als UNO-Sonderberichterstatter nicht nur für Folter, sondern auch für grausame und erniedrigende Behandlung zuständig, inhumane Behandlung. Damit kommen wir in einen Grenzbereich und damit kommen wir nach Österreich. Der Fall Bakary Yasay aus dem Vorjahr, in dem 4 Polizisten einen Wehrlosen, ich meine, gefoltert haben. Die Justiz hat das offenbar nicht so gesehen. Wo liegt die Grenze? War der Fall Bakary ein österreichischer Folterfall in Ihren Augen? Ja. 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 Zweifellos. Ist keine Frage. Also hier ist die Folter ist international definiert. Da geht es im Wesentlichen um 4 Dinge. Es muss durch ein staatliches Organ passiert sein. Das waren also Wegerpolizisten in Wien. Das zweite zu einem ganz bestimmten Zweck. Der Zweck war Bestrafung, Einschüchterung von jemandem, der einfach sich nicht hat abschieben lassen. Das dritte ist
eben, dass das vorsätzlich gemacht würde. Und das vierte, und darauf kommt es an, es ist die Zufügung schwerer psychischer oder physischer Leiden und Schmerzen. Und wer immer den Herrn Bakary Jasse gesehen hat, mit ihm gesprochen hat, der laboriert jetzt noch, das war im April letzten Jahres, es ist fast ein Jahr her, der hat also am Anfang wirklich fürchterlich ausgesehen und er hat auch also wirklich Knochenbrüche und so weiter, das ist überhaupt keine Frage, dass das Folter war. Das Problem ist nur, dass es in Österreich keinen Straftatbestand der Folter gibt. Wir sind zwar verpflichtet, aufgrund der UNO-Konvention gegen die Folter sowas einzuführen, und wir haben das, obwohl wir immer wieder gemahnt wurden und auch der UNO-Ausschuss gegen die Folter hat Österreich immer wieder aufgefordert, das endlich umzusetzen. Und in Österreich ist man auf dem Standpunkt gestanden, wir haben eh so ein Vergehen, das heißt Quälen und Vernachlässigen eines Gefangenen, § 312 Strafgesetzbuch, das reicht völlig aus. Wir haben dem Justizministerium immer gesagt, das stimmt einfach nicht, weil auch das ist ein Vergehen. Und die UNO sagt aber, Folter ist eines der wirklich schwersten und verwerflichsten Menschenrechtsverletzungen. Das muss durch ein Verbrechen geahndet werden. Vergehen heißt, dass ja dort, also wenn es keine jetzt langfristigen Verletzungen nach sich zieht oder gar zum Tod führt, ist der maximale Strafrahmen 2 Jahre. Das ist wie irgendein ein kleineres Eigentumsdelikt. Das ist einfach nicht im richtigen Verhältnis. Und das ist für mich auch irgendwie ein Grund, hätte es einen ordentlichen Strafrahmen, und die UNO sagt, es sollte also der maximale Strafrahmen, selbst wenn es zu keinen wie immer gearteten Knochenbrüchen und so weiter kommt, bei 10 Jahren liegen. Weil das Verwerfliche ist diese ganz bewusste Zufügung schwerster Schmerzen und Leiden für einen ganz bestimmten Zweck. Das allein und natürlich moderne Foltermethoden, Elektroschocks und so weiter, gehen ja genau in die Richtung, dass ich eben keine Verletzungen habe, keine sichtbaren, aber sowohl die psychischen als die gerade die psychischen Folgen sind einfach massiv. Und das soll entsprechend geahndet werden, nicht die damit verbundene Körperverletzung, die kann ich auch kriegen durch einen Autounfall oder was immer. Es ist diese Zufügung von Schmerzen. Deswegen kann ich nicht irgendwie rechtfertigen, aber doch verstehen, dass dann, wenn das maximale Strafausmaß dafür 2 Jahre ist, dass dann der Richter sagt, na gut, dann gehen wir halt 6 oder 8 Monate, dann liegen wir noch bedingt. Meines Erachtens war das wirklich falsch, dass ja. Auch die Justiz hier eben wirklich das ein bisschen als ein Kavaliersdelikt angesehen hat. Der Richter hat gesagt, naja, habt ihr ihm halt eine Abreibung verpasst. Ne? Was er gesagt hat, war, die haben ihn mit dem Tod bedroht, er hat wirklich um sein Leben gefürchtet, die haben ihn massiv geschlagen und dann sogar noch mit dem Polizeiauto von hinten angefahren und dann ist er wirklich am Boden gefallen. Dort hat er eigentlich die Knochenbrüche her. Also das ist überhaupt keine Frage, dass das Ausmaß dessen, was wir als Folter bezeichnen, nach internationalem Recht erreicht wurde. Aber wie gesagt, in Österreich fehlt die entsprechende Strafbestimmung. Ich hoffe und ich habe gute Hinweise darauf hin, dass Österreich jetzt diesen Fall wirklich zum Anlass nimmt, um hier auch das Strafgesetz entsprechend zu verschärfen. Das heißt, die Gesetzgebung müsste spätestens jetzt auf den Fall Bakary reagieren und einen Folterparagrafen schaffen. Das ist das eine. Das andere ist aber doch auch die Frage der Judikative. Also wie ist es möglich, das habe ich mich schon gefragt, wenn ein ausländischer Jugendlicher in einem Drogeriemarkt was mitgehen lässt, dann kann es ihm durchaus passieren, dass er eine unbedingte Haftstrafe dafür kriegt. Und die Männer, die Polizisten, die das gemacht haben, was sie eben beschrieben haben, haben bedingte Haftstrafen von 6 respektive 8 Monaten gekriegt. Und da frage ich mich schon, welche Wertigkeiten es in der Justiz in dem Zusammenhang gibt. Ich meine, welche Art von Rechtsbewusstsein hier entwickelt ist in dieser Frage? Ich habe mir die Mühe gemacht, ich war die beiden Tage der öffentlichen Verhandlung im Wiener Straflandesgericht und habe mir wirklich die Verhandlung angehört. Für Leute, die nicht genau gewusst haben, wie so ein Strafprozess abläuft, ist der Eindruck entstanden, eigentlich der Herr Bakary Jasse, also das Opfer ist der Angeklagte, der ist viel, viel massiver einem Verhör unterzogen worden als die 4 Polizeibeamten,
die man eher so glauben hätte können, das sind eigentlich die Zeugen dort, dabei waren das die Angeklagten. Ich würde einen Schritt weitergehen und sagen, wäre das Opfer nicht ein Afrikaner gewesen, sondern ein Österreicher oder eine Österreicherin, dann wäre das Urteil wahrscheinlich anders ausgegangen. Also ich glaube schon, dass hier einfach Vorurteile im Raum stehen. Afrikaner sind einfach, und in dem Fall war auch, er hat allerdings kein Drogenhandel, sondern ein Drogenbesitzdelikt, aber immerhin, er hat ein Drogendelikt begangen gehabt, und dem glaubt man einfach nicht. Also das ist das eine schon einmal, und wird einfach anders behandelt. Also da gibt es schon einen latenten, leider Gottes, Rassismus in der Sicherheitsexekutive. Aber also für mich war auch dieser Prozess und die Art und Weise, wie der Prozess geführt wurde, und dann noch obendrauf das sehr, sehr geringe Urteil, und sofort hat der Staatsanwalt auf die Berufung verzichtet. Muss er nicht, er kann sich Bedenkzeit, er kann sagen, wie immer, aber sofort dort zu sagen, okay, wir akzeptieren das sofort, auch als Staatsanwalt, wir gehen nicht in Berufung, war für mich wirklich einfach beschämend. Das ist aber eines der Probleme, das es auch international gibt, nämlich, dass Folterer im Regelfall damit rechnen können, dass sie damit davonkommen. Sogar in einem funktionierenden Rechtsstaat. Stimmt. Also was ich vorher gesagt habe, der in diesen Punkten dann eben nicht funktioniert. Ja. Die Straflosigkeit ist eines der großen Probleme im Kampf gegen die Folter, weil nach wie vor, ob das jetzt die einzelnen Polizisten sind oder jene, die es anordnen, bis hinauf zum Herrn Ramsfeld, der nachweislich Foltermethoden in Guantanamo und in Abu Ghraib und so weiter angeordnet hat, das ist schwarz auf weiß da. Natürlich sagt er, das war nicht Folter, sondern das war nicht einmal unmenschliche Behandlung, sondern das ist eben notwendig im Kampf gegen die Terroristen. Aber ganz gleich, es sind nur ganz, ganz wenige Personen, die bisher wirklich für Folter strafrechtlich zur Verantwortung gezogen wurden, und das würde sehr, sehr viel ändern. Wir haben jetzt international viele Verpflichtungen. Alle Staaten, es gibt über 140 Staaten der Welt, die die UNO-Folterkonvention ratifiziert haben. Und eine der wesentlichen Verpflichtungen ist, Folter wirklich, was ich vorher gesagt habe, innerstaatlich, im innerstaatlichen Strafrecht mit einer adäquaten Strafdrohung zu kriminalisieren. Viele Staaten haben das einfach nicht gemacht. Nicht nur Österreich hat es nicht gemacht, auch viele anderen haben es nicht gemacht. Und selbst die, die einen entsprechenden Folterparagrafen haben, setzen das sehr oft nicht um. Wir haben auch das Weltstrafrechtsprinzip. Wir haben ja nicht nur die Verantwortung, dass wenn in Österreich Österreicher foltern, dass die dann strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden, oder auch Österreicher Afrikaner foltern, was immer, sondern wir haben ja eine ganz wichtige Möglichkeit, wenn man sie wirklich auch implementieren würde, dass wer immer nach Österreich kommt und irgendwo in der Welt ein Folterdelikt begangen hat, und wir haben genügend Informationen darüber, dass Österreich verpflichtet ist, diese Person festzunehmen und vor Gericht zu stellen in Österreich. Wir haben einen berühmten Fall gehabt, Herr Al-Duri im Jahr 1999, das war immerhin der Stellvertreter von Saddam Hussein. Wir haben unendlich viele Informationen über ihn gehabt, dass er hauptsächlich für Folter, und das Saddam Hussein-Regime war wahrscheinlich eines der ärgsten Folterregimes überhaupt, und er war dafür sehr, sehr verantwortlich. Der war in Österreich, in Döbling, in irgendeiner Privatklinik. Wir haben das gewusst, Peter Pilz hat damals eine Anzeige gemacht, und die österreichische Justiz und Polizei ist auf dem Standpunkt gestanden, wir dürfen das gar nicht, was einfach falsch war, und haben ihn ausgelassen, der ist wieder in den Irak zurückgekehrt, und haben hier wiederum eine internationale Verpflichtung nicht umgesetzt. Der ist heute einer der meistgesuchten Menschen der Amerikaner im Irak. Der ist nach wie vor nicht gefasst, weil er wirklich für wirklich schwerste Verbrechen verantwortlich ist. Und Ähnliches gibt es, also vor kurzem ist der Herr Almatov, das ist immerhin der Innenminister in Usbekistan, seit den frühen 90er Jahren, der für das Andijan-Massaker und so weiter, also für Folter wirklich hauptverantwortlich ist, der war in Deutschland. Ich habe sofort in meiner Funktion an die deutsche Regierung einen sogenannten Urgent Appeal geschickt und gesagt, also der ist da jetzt, der sollte sofort festgenommen werden. Ihr habt auch in Deutschland die Verpflichtung,
zum Weltstrafrechtsprinzip, das heißt, ihn vor deutsche Gerichte zu stellen. Und es war das Gleiche, sie haben ihn laufen lassen und die Staatsanwaltschaft hat zwar untersucht, aber dann das Verfahren eingestellt, noch dazu mit der Begründung, aber jetzt ist er wieder weg und die usbekischen Behörden werden ja nicht wirklich mit uns jetzt kooperieren. Das heißt, die Chance, dass wir den wirklich noch einmal vor ein deutsches Gericht stellen können, ist sehr klein, lassen wir es lieber gleich bleiben. Das heißt, wenn die Polizei sagt, die österreichische Polizei sagt, wir dürfen den nicht festnehmen, dann ist das genaue Gegenteil richtig. Ja, sie hätten sie ihn festnehmen müssen. Es ist eine nach internationalem Recht. Ja. Und der spanische Richter Garzón hat zumindest durchgesetzt, dass Pinochet in London durch viele Monate unter Hausarrest gestellt worden ist. Ja. Und dass am Ende herausgekommen ist, dass Pinochet der Justiz nur mehr unter den entwürdigendsten Bedingungen entkommen konnte, indem er sich von Zeit zu Zeit immer wieder zum Volltrottel hat erklären lassen. Das zumindest, meine ich, war schon ein Erfolg der Justizbemühungen, dass er sich zum Trottel erklären lassen musste, um dem Verfahren zu entgehen. Der Pinochet-Fall war schon ein ganz wichtiger Fall, weil bis hinauf zum House of Lords, also das höchste Gericht in England, dann auch klar festgestellt wurde, dass England die Verpflichtung hat, ihn festzunehmen, dass er eben nicht immun ist, obwohl er früher Staatsoberhaupt war und Senator auf Lebenszeit, dass das alles nichts nützt, dass er daher festgenommen werden soll. Und dann ist es aber immer eine Entscheidung, wird er jetzt ausgeliefert, in dem Fall hätte er nach Spanien ausgeliefert werden sollen, aber der damalige Innen- und heutige Außenminister Jack Straw hat, also nicht heutig, aber bis vor kurzem war er noch Außenminister, hat dann doch so viel Mitleid mit ihm gehabt, dass er gesagt hat, aus gesundheitlichen Gründen will er ihn lieber nach Chile zurücksenden und er ist im Rollstuhl nach Chile gebracht worden und am Flughafen aus dem Rollstuhl aufgesprungen und seinen Fans entgegengelaufen. Also das zeigt schon ein bisschen, wie damit umgegangen wird. Aber trotzdem ist der Fall extrem wichtig, weil hier zum ersten Mal auch klar festgestellt wurde, das ist eine Verpflichtung und es gibt keine Immunität. Das heißt, wenn wir über Prävention, über Folterprävention reden, dann ist die Gesetzgebungsfrage und die Frage, dass die Justiz tatsächlich die Folterer verfolgt, international, überall, dass die keine sicheren Schlupfwinkel mehr haben, wahrscheinlich die allerwichtigste. Ja. Da gibt es verschiedene, also Prävention ist überhaupt das Wichtigste, aber eines ist wirklich aufzuräumen mit der Straflosigkeit und damit auch das Bewusstsein zu schärfen, dass Leute, die, sei das jetzt als Staatschefs, Regierungschefs, Innenminister oder auch einfach Gefängnis- oder Polizeidirektoren, also wer immer die Hauptverantwortung hat, dass sie an sich irgendwann einmal zur Verantwortung gezogen werden. Dass jemand wie der Herr Milosevic oder viele andere, der ehemalige Premierminister von Ruanda, heute verurteilt ist zu lebenslanger Haft durch ein internationales Gericht, dass Charles Taylor, der frühere Präsident von Liberia, jetzt in Den Haag vor Gericht steht und so weiter, das macht schon viel aus. Also dass einfach auch Diktatoren irgendwie sehen, irgendwann einmal kann es mich doch erwischen. Da ändert sich langsam etwas, auch gerade dadurch, dass wir internationale Strafgerichte haben, auch den ständigen internationalen Strafgerichtshof. Das ist schon eine positive Entwicklung. Und dann gibt es aber viele andere präventive Maßnahmen. Amnesty hat einmal so ein 12-Punkte-Programm gemacht. Wenn man die einhält, und das sind aber alles internationale Verpflichtungen, gäbe es keine Folter mehr. Also zum Beispiel einfach, dass bei jedem Verhör ein Anwalt dabei sein darf. Oder dass man Verhöre, könnte man durch Videoaufzeichnungen machen. Die Chinesen beginnen das jetzt langsam. Oder dass ich, wenn immer ich von der Polizei in eine Haftanstalt komme, sofort das Recht habe, dass ein unabhängiger Arzt, eine Ärztin mich untersucht. Das würde schon einfach sehr, sehr viel verändern. Und da gibt es viele andere Dinge. Wir haben jetzt ein neues System, das ist das sogenannte Zusatzprotokoll zur Folterkonvention, das Österreich dabei ist zu ratifizieren. Das sagt, alle Staaten, die dem beitreten, verpflichten sich einen nationalen Präventionsmechanismus. Das heißt, eine unabhängige Kommission,
einzusetzen, die die Möglichkeit hat und das Recht hat, in jede Haftanstalt zu gehen und dort mit allen Häftlingen unter vier Augen zu reden, zu allen Dokumenten Zugang zu haben. Wenn das wirklich durchgesetzt wird, also wenn man einfach die Gefängnisse öffnet, transparent macht, dann hat das einfach eine ganz starke präventive Wirkung. Das heißt, wir wissen ganz genau, was man machen müsste, um Folter auszurotten. Es ist nicht eine Frage der Ressourcen, es ist nicht eine Frage der Unmöglichkeit, es ist einfach der fehlende politische Wille, es zu tun. Und zwar in sehr, sehr vielen Staaten der Welt. Also vieles von dem, was Sie eben aufgezählt haben, von dieser Amnesty-Liste, ist auch in Österreich nicht umgesetzt. Aber wenn ich Sie recht verstehe, dann haben Sie insgesamt einen historischen Optimismus. Es gibt einen erkennbaren Fortschritt. Die Tatsache, dass es einen UNO-Sonderberichterstatter über die Folter gibt, ist ein historischer Fortschritt. Dass es Amnesty International gibt, seit einem halben Jahrhundert, weniger als einem halben Jahrhundert fast. Gleichzeitig aber hat Amnesty International festgestellt, dass das 20. Jahrhundert das Jahrhundert der Folter ist. Das heißt, es ist dieses Jahrhundert der Extreme, wie es Hobsbawm bezeichnet hat. Es gibt auf der einen Seite den erkennbaren historischen Fortschritt in der Bewusstseinslage eines breiten Teils der Menschheit. Auf der anderen Seite aber gibt es die grauenhaftesten Verbrechen, die Menschen gegenüber begangen werden, die auch wieder mit dem Fortschritt, über den wir sprechen, mit dem wissenschaftlichen Fortschritt unter anderem zusammenhängen, weil natürlich auch die Folter sich zum Teil verwissenschaftlicht hat. Also das ist schon eine unglaublich ambivalente Situation, in der wir uns befinden. Geht immer auf und ab, ist keine Frage, aber ich bin trotzdem, wahrscheinlich ist das Teil einer Berufskrankheit, letztlich Optimist. Ja. Ich glaube schon, dass es so, wenn man es ein bisschen welthistorisch anschaut, dass wir doch relativ viel erreicht haben, gerade in Reaktion auf den Zweiten Weltkrieg, auf den Nationalsozialismus, ein anderes Bewusstsein entstanden ist. Die Menschenrechte hat es vorher zumindest international überhaupt nicht gegeben. Und auch national ist das etwas, zumindest in Europa, halt seit der französischen Aufklärung, seit der französischen Revolution, das heißt noch was relativ Junges, und da haben wir schon einiges erreicht, nicht nur an Bewusstseinsveränderungen, sondern in Wirklichkeit schon auch in der Realität. Also trotz vieler Rückschläge, und wie gesagt, der 11. September ist ein ganz schwerer Rückschlag, aber es gab natürlich auch andere, aber wenn man so insgesamt ansieht, glaube ich, haben wir zumindest einmal, und das ist einzigartig, wir haben heute doch ein universelles Rechtssystem. Das heißt, wir haben zumindest einmal, und das ist was Wesentliches, in 40, 50 Jahren seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs ein sehr umfassendes System von völkerrechtlichen Verpflichtungen geschaffen, und wir noch in den 50er, 60er, 70er Jahren konnten sich Staaten einfach leicht verstecken und so sagen, das stimmt ja alles nicht. Wenn Amnesty oder wer immer gesagt hat, also dort wird gefoltert oder dort wird gemordet oder und so weiter, dann haben wir immer gesagt, aber das stimmt alles nicht. Heute wissen wir sehr gut, was sich abspielt in der Welt, und Staaten können nicht mehr einfach sagen, das stimmt nicht, weil das ist relativ leicht beweisbar, einfach durch einfach sehr, sehr viele sogenannte Monitoring-Beobachtungseinrichtungen, und gerade, wie gesagt, nochmals, die Menschenrechtsverteidiger, die NGOs sind hier ganz wesentlich, aber auch die Medien und die internationalen Kontrollinstanzen. Das heißt, woran scheitert, ist jetzt der nächste Schritt, und das ist die große Herausforderung im 21. Jahrhundert. Wir haben die normative Grundlage, wir wissen, was sich abspielt, jetzt geht es nur mehr darum, es umzusetzen. Nur mehr ist schon sehr wenig, aber ich glaube schon, dass es wieder zu einer Gegenbewegung kommen wird, die einfach sagt, so kann es nicht weitergehen, weil ja Menschenrechte nicht losgelöst gesehen werden kann von den anderen großen Problemen. Kofi Annan hat vor kurzem gesagt, es gibt so
drei große Dinge, drei große Herausforderungen. Das ist Sicherheit, Frieden und Sicherheit auf der einen Seite, das ist die Entwicklung, Armutsbekämpfung insbesondere. Und es gibt keine Entwicklung ohne Frieden oder ohne Sicherheit, es gibt keine Sicherheit ohne Entwicklung, aber es gibt beides nicht ohne Menschenrechte. Das heißt, dass man wirklich heute erkennt, dass der Kampf gegen Menschenrechtsverletzungen einfach eine wesentliche Voraussetzung ist für Frieden auf der einen Seite, aber auch für Entwicklung, ist eine Einsicht, die wir vor 50 Jahren nicht gehabt haben in diesem Ausmaß. Und da bin ich letztlich optimistisch, dass irgendwann einmal trotz Neoliberalismus und so weiter es wieder mal zu einer Gegenbewegung kommen wird, die stärker auch an dem Schutz der Menschenrechte interessiert und orientiert sein wird. Das, was Sie eben gesagt haben, dieser historische Optimismus, den Sie skizziert haben, in dem Zusammenhang beantwortet meine Frage, meine letzte Frage zum Teil, aber Sie beantwortet sie nicht ganz. Ich muss Sie trotzdem fragen, wie halten Sie es aus? Sie meinen die Menschenrechte, die halte ich gut aus. Diese Arbeit. Diese Arbeit, na, das war wie am Anfang auch gesagt, Menschenrechtsarbeit ist eine unheimlich schöne Arbeit. Man arbeitet für ein unheimlich wichtiges Ziel und versucht dieses Ziel halt mit ganz kleinen Dingen, ich bewege ja nicht viel, aber auf der einen Seite wissenschaftlich ein bisschen weiterzubringen und dann diese wechselseitige Befruchtung von Wissenschaft und Praxis einfach in einem historischen Prozess ein kleines Rädchen zu sein, ist einfach eine schöne Erfahrung. Auf der anderen Seite sind natürlich Menschenrechtsverletzungen was Grausliches. Wissen Sie, Wenn wir ein Gärtner sagt, Gärtner sein ist eine unglaublich schöne Arbeit, dann leuchtet mir das ein. Wenn mir der UNO-Sonderberichterstatter für die Folter sagt, das ist eine unglaublich schöne Arbeit, dann verstehe ich das zwar intellektuell, gleichzeitig aber stelle ich mir vor, mit welchen unglaublichen emotionalen Belastungen das verbunden ist, die Gärtner nicht einmal im Falle des Klimawandels in der Form heute erleben. Aber da gibt es viele Berufe. Ein Arzt ist doch ein wunderschöner Beruf, aber er hat mit vielen Grauslichkeiten zu tun. Stell mir mal vor, wenn ich Unfallchirurg bin, dann. Aber es ist doch schön, wenn ich ein Opfer eines Unfalls wieder irgendwie zusammennähen kann. Dann ist das zwar grauslich irgendwie, aber letztlich doch ein Erfolgserlebnis. Ich habe wahrscheinlich viel weniger Erfolgserlebnisse als ein Unfallchirurg, das gebe ich schon zu. Ne? Aber ich glaube, man kann es von dem positiven Menschenrechte und das Menschenrechtsbewusstsein und die Praxis ein bisschen in eine positive Richtung zu sehen. Oder man kann einfach nur immer im Vordergrund sehen, diese Grausamkeiten, diese Fürchterlichkeiten. Natürlich, wenn ich mit einem Folteropfer konfrontiert bin, wie vor kurzem, oder nicht immer wieder, aber was in Jordanien habe ich so ein Beispiel, wo wirklich jemand fürchterlich zugerichtet ist. Das ist nicht schön zum Sehen. Ne? Das ist, aber nie, trotzdem habe ich irgendwie das Gefühl, vielleicht, wenn ich nicht gekommen wäre, hätten sie den vielleicht umgebracht. Das verstehe ich. Und jetzt alles. Hat er hoffentlich doch überlebt. Also, geht es Ihnen nie so, dass Sie an der Conditio Humana zweifeln? So, dass Sie irgendwie so auf den Thomas Hobbes zurückfallen? Homo homini lupus, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Das ist, davor sind Sie gefeit. Das hängt davon ab, welche Pakte Sie nie. Naja, natürlich ist der Mensch kein harmlos ist er nicht. Kein wunderbares Wesen, er hat überall positive und negative Seiten. Und natürlich bin ich in meiner Arbeit mehr mit den negativen Seiten. Ich würde mir auch lieber irgendwie in diesen Ländern schönere Dinge anschauen, als nur in die Gefängnisse zu gehen. Aber ich glaube an die Vernunft, das ist mal eines. Das ist zwar gerade in diesen Jahren irgendwie sehr, sehr viel Unvernunft, aber ich glaube, dass irgendwie auf die Dauer doch die Vernunft auch mit den großen Herausforderungen unserer Zeit und ich würde meinen, die schwersten Menschenrechtsverletzungen heute weltweit ist die Armut. Armut ist nicht ein Schicksal, Armut ist eine ganz schwere Menschenrechtsverletzung, wo man doch auch durch ein Umdenken
was bewegen kann. Wir haben die Millenniumsentwicklungsziele, die werden zwar momentan noch nicht umgesetzt, weil jetzt alles durch diese sicherheitsorientierte Terrorismus- und Bekämpfung irgendwie überlappt ist. Und aber auch die Bush-Regierung wird einmal zu Ende kommen und vielleicht geht dann irgendwie auch ein... Und das sage ich jetzt schon so, weil einfach die Vereinigten Staaten eine unheimlich wichtige Rolle spielen, im Negativen wie im Positiven. Das heißt, das Vakuum, das die Bush-Regierung weltweit einfach geschaffen hat, hat niemand wirklich ausgefüllt. Es wäre wunderschön, wenn die Europäische Union, die sich ja immer als Menschenrechts-Champion versteht und in der ganzen Welt eigentlich die Menschenrechte verkaufen will, aber in der Umsetzung sind sie sehr schwach. Also das heißt, es hat niemand dieses Vakuum ausgefüllt, jetzt wirklich Leadership zu zeigen in einer aktiven Menschenrechtspolitik. Aber ich hoffe mir es nach wie vor, dass es vielleicht irgendwann einmal, wenn die EU ihre internen Probleme gelöst hat, dass sie doch zu einem ganz wesentlichen Faktor im internationalen Menschenrechtsgeschehen wird. Oder wir müssen halt warten, dass in den Vereinigten Staaten wieder eine andere Regierung an die Macht kommt. Und wir haben ja da auch viele Wellen gehabt. Die Carter und auch die Clinton Administration hat doch relativ viel Macht, auch positiv, um einfach Menschenrechte weltweit durchzusetzen, muss man auch neidlos anerkennen. Wir hätten keinen Friedensvertrag in Bosnien zum Beispiel. Die Europäer haben nichts zustande gebracht. Ne? Wirklich zustande gebracht hat es die Clinton Administration. Ne? Und letztlich ist uns in den letzten 250 Jahren seit der Aufklärung auch nichts Gescheiteres eingefallen, als am Ende dann doch immer zu hoffen, dass die Vernunft einen humanen, menschlichen Fortschritt zustande bringen wird. Und zum Teil hat sie das mit all den Widersprüchen, die wir angesprochen haben, hat sie das ja zweifellos auch tatsächlich getan. Wer von Ihnen Fragen an Professor Novak hat, jetzt ist die Gelegenheit dazu. Nicht nur Fragen. Das war jetzt, bitte sehr. Mikro kommt schon. Okay. Ich wollte das Thema Folter als Tradition ansprechen, wie zum Beispiel Genitalverstümmelung in Afrika oder Kindertötung in China und was man dagegen tun kann, wenn die Menschen dort schon richtig eingenommen sind von der Idee, dass das normal ist, was man dagegen unternehmen kann. Ich glaube, dass... soll ich gleich drauf? Genitalverstümmelung in Afrika ist, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel, wo sich doch gerade in den letzten 20 Jahren sehr viel getan hat. Nämlich, es war ein Thema, das sehr stark von der feministischen Bewegung im Norden, in Nordamerika, in Europa, eigentlich hineingebracht wurde. Und da sind wir sofort natürlich in dieses Problem gekommen, wie weit ist das nicht menschenrechtlicher Neokolonialismus. Heute ist das wirklich eine große afrikanische Bewegung. Das heißt, es ist ein ganz anderes Bewusstsein da und viele Staaten haben Genitalverstümmelung verboten, haben alle, und mit dem Verbot allein ist es nicht getan, sondern man muss hier wirklich eine ganz alteingesessene Tradition durch Bildungsmaßnahmen eben versuchen zu bekämpfen und da wird relativ viel getan. Da gibt es natürlich große Unterschiede, wenn ich mir Äthiopien anschaue, das könnte viel mehr getan werden, aber es ist heute ein Menschenrechtsthema und das war es vor 20 Jahren noch nicht. Und dasselbe gilt für viele ähnliche, also sogenannten Traditional Practices, Ehrenmorde zum Beispiel in vielen Staaten oder Sati in Indien und so weiter. Ich glaube, es ist heute, es gibt zum Beispiel eine Kollegin von mir, auch eine Sonderberichterstatterin über Gewalt gegen Frauen, deren Aufgabe es genau ist, es fällt auch in mein Mandat. Man kann zwar sagen, das ist, wird nicht wirklich von staatlichen Polizei oder sonstigen Organen, sondern von privaten gemacht, aber der Staat hat eine positive Verpflichtung dagegen aufzutreten. Und wenn der Staat nichts tut oder zu wenig tut, dann macht er sich trotzdem mitschuldig. Und verletzt daher, und das ist natürlich eine unmenschliche, das ist Folter.
wenn man sich, also es hängt natürlich jetzt davon ab, welche Form von Genitalverstümmelungen, aber Infibulation zum Beispiel ist, aber alles sind in Wirklichkeit Folter und gleichzeitig natürlich auch eine massive Diskriminierung der Frau. Ja, aber ich denke, dass es mit einem offiziellen Gebot in manchen Staaten, wie Sie sagen, nicht getan ist, sondern dass unter der Oberfläche viel mehr passiert und dass mich interessiert, wie man die moralischen Unterschiede sozusagen ins Positive umwandeln kann. Also zu einer ich glaube, humanen, es ist eine Bewusstseinsarbeit. Es ist tief verwurzelt in afrikanischen Traditionen. Da gibt es auch ein großes Vorurteil, dass man den Islam für Genitalverstümmelungen verantwortlich macht. Das stimmt einfach nicht. Das ist, es sind afrikanische Traditionen, die natürlich im Wesentlichen ein Unterdrückungsinstrument der Frau darstellen, wie wir sie in vielen Gesellschaften natürlich kennen. Aber es ist etwas, wo man einfach wirklich hier an der Wurzel ansetzen muss durch eine entsprechende Bewusstseinsarbeit. Und wie gesagt, was hier in den letzten 10 Jahren, würde ich einmal sagen, geschaffen wurde, überhaupt erst einmal in den Menschenrechtsdiskurs hineinzubekommen. Früher hat man gesagt, das hat irgendwie mit Menschenrechten nichts zu tun, weil der Staat nicht direkt involviert ist. Das ist so das klassische Argument. Heute ist das eine ganz wesentliche Verletzung der Menschenrechte der Frau. Und an dem wird weltweit, aber auch die Afrikanische Union macht einiges dazu. Also ich würde mir mal die Prognose zutrauen zu sagen, in den nächsten 10, 15 Jahren, dass man dieses Phänomen sehr, sehr stark reduzieren wird. Wenn ich fragen darf, wie wollen Sie das anstellen oder welche Bewegung gibt es da? Wiederum Zivilgesellschaft. Also wir hätten alles, dass wir auf internationaler, das heißt zwischenstaatlicher Ebene erreicht haben in den letzten 50, 60 Jahren, war im Wesentlichen gepusht durch die Zivilgesellschaft, nicht staatliche Organisationen. Und die haben sich, und wie gesagt, es ist viel wichtiger, dass es afrikanische, nicht nur Frauen, sondern Menschenrechtsorganisationen in Afrika sind, die das heute auf ihre Fahnen geschrieben haben, dieses Problem zu bekämpfen. Und das trägt schon Früchte und wird weiter Früchte tragen. Also auch da bin ich im Prinzip optimistisch. Bei möglichen anderen Formen, also gibt es natürlich auch wieder einen Backlash. Also viele Formen Scharia im Islam, also islamisches Strafrecht, das zum staatlichen Strafrecht wurde, Taliban in Afghanistan, im Sudan, im Iran und so weiter, ist eine Gegenbewegung, wo es dann einfach, was weiß ich, wenn eine Frau für Ehebruch also zu Tode gesteinigt wird, wie ich immer wieder Fälle bekomme, wo ich dann natürlich auch sehr, sehr schnell versuche zu intervenieren. In den seltensten Fällen sind die wirklich erfolgreich, diese Interventionen. Da kann man auch nur einfach wiederum durch Bewusstseinsbildung sagen, trennen wir Religion und Staat, soweit es irgendwie möglich ist, dann haben diese religiösen Strafvorstellungen auch nicht die Möglichkeiten, die sie eben in solchen Staaten haben, die das islamische Recht zum staatlichen Recht gemacht haben. Mhm. Aber trotzdem kann man, also es gibt, also ich habe in einem meiner Berichte ausdrücklich gesagt, dass jede Form der Körperstrafe dem Folterverbot oder Verbot unmenschlicher Behandlung widerspricht. Natürlich haben mir dann Staaten wie Pakistan oder Saudi-Arabien widersprochen, aber der Trend geht in diese Richtung. Auch andere Organe haben das so festgestellt. Nicht nur europäische, sondern weltweite Organe. Also auch da würde ich mal im Prinzip trotz Wellenbewegungen langfristig gesehen optimistisch sein, dass diese Dinge irgendwann einmal aufhören werden. Gibt noch eine Wortmeldung? Ich kann leider Ihren Optimismus nicht ganz teilen, insbesondere was die Vereinigten Staaten betrifft. Wenn wir die Geschichte betrachten, insbesondere in Lateinamerika, hat es immer bestimmte Wellen gegeben, wo der Imperialismus der USA stärker war und wieder schwächer. Im Prinzip, weil wir heute das Thema Folter haben, ist es nur eine Frage des Drucks der Daumenschrauben gewesen.
die ganzen lateinamerikanischen Diktaturen, diese Folterdiktaturen, hätten auch nicht so gut funktioniert und so lange funktioniert, wären sie auch nicht von den US-Agenten in den berühmten Schools of America ausgebildet worden. Das heißt, also Folterausbildung ist durch die USA erfolgt. Das, was wir heute erleben, den Tabubruch, den Sie angesprochen haben, der hängt eben aufgrund dieser unipolaren Weltherrschaft von Seiten der USA damit zusammen, dass man halt heute arrogant genug ist, so etwas öffentlich zu diskutieren und anzuführen. Ich hätte jetzt aber auch eine konkrete Frage. Wie sehen Sie eigentlich die Privatisierung des Krieges und damit auch diverser Sicherheitsaufgaben, die sehr wohl an, natürlich von diesen Sicherheitsorganisationen sehr wohl Folter auch anwenden? Wie geht man mit dieser Situation um? Ihrer Analyse stimme ich völlig zu. Nur heißt es trotzdem noch nicht, dass es wieder irgendwann einmal besser werden kann. Aber ich akzeptiere voll, dass Sie meinen Optimismus nicht teilen. In Bezug auf das sogenannte Outsourcing von staatlichen Aufgaben, aber auch von Folter, bin ich extrem kritisch. Das gilt ja nicht nur für die Vereinigten Staaten von Amerika. Das ist Teil des neoliberalistischen Gedankenguts, einfach klassische staatliche Funktionen, und es sind die Staaten, die primär für den Schutz und Gewährleistung der Menschenrechte, oder nicht primär, aber ja, primär verantwortlich sind. Und wenn Staaten heute den gesamten Sicherheitsapparat privatisieren, Gefängnisse privatisieren, dann sind das Kernaufgaben des Staates, aber das gilt auch für das Gesundheitssystem, das gilt auch für das Bildungssystem, das sind Kernaufgaben der Staaten, wo sie Verpflichtungen haben, wirklich menschenrechtliche Mindeststandards zu garantieren. Und wenn es wirklich outgesourced wird, dann muss man auch dafür sorgen, dass entsprechende Kontrollmechanismen da sind, dass diese Mindeststandards auch eingehalten werden von privaten Firmen. Die Vereinigten Staaten haben das im großen Stil gemacht. Sie haben im einen durch territoriales Outsourcing, Guantanamo ist ja nur aus einem Grund geschaffen worden, weil die Bush-Administration geglaubt hat oder zumindest so getan hat, als würde weder die US-Verfassung noch internationales Recht in Guantanamo anwendbar sein, weil das kubanisches Territorium ist. Das ist völlig unsinnig, völlig falsch einfach. Da gibt es entsprechende Judikatur, dass natürlich, wo immer ich Hoheitsgewalt ausübe, ich natürlich auch denselben menschenrechtlichen Standards unterliege als im Gebiet der Vereinigten Staaten selbst. Aber das war der Grund. Also das ist die eine Möglichkeit zu sagen, das machen wir dort und dort sind wir eigentlich im rechtsfreien Raum. Und das zweite Outsourcing ist, indem man ganz wesentliche Funktionen an private Firmen, das war im Irak oder ist im Irak im großen Stil, Abu Ghraib, ein klassisches Beispiel, wo die wirklich massivsten Foltermethoden durch private Firmen. Also Verhöre wurden durch private Firmen durchgeführt, die dort keinerlei, wenn ein Militärangehöriger dort foltert, dann unterliegt diese Person zumindest noch dem amerikanischen Militärgericht. Und manche dieser Personen sind ja auch vor amerikanische Militärgerichte gestellt und verurteilt worden. Ein Privater unterliegt keinerlei Rechtssanktionen, weil die Amerikaner ausdrücklich in einem Vertrag mit dem Irak ihre Staatsangehörigen von der irakischen Strafgerichtsbarkeit ausgenommen haben. Das heißt, das ist ein klassisches System, Outsourcing und keinerlei Verantwortung wie immer. Und dann gibt es natürlich eine dritte Form des Outsourcing, das sind die sogenannten Rendition Flights. Das heißt, dass man sagt, also die Bush-Administration hat ja nie gesagt, wir foltern, sondern sie haben gesagt, also was wir machen, das ist noch zulässig, aber dann, wenn wir eigentlich doch ein bisschen stärkere Verhörmethoden wollen, dann machen wir es nicht selbst, sondern dann schicken wir die Leute nach Ägypten oder nach Syrien oder in Staaten, von denen man weiß, dass sie massiv foltern, und man versucht dann dort, das aus ihnen herauszubekommen, was man selbst nicht tun will. Also das ist eine dritte Form des Outsourcing, die auf systematische Weise
gemacht wurde und zum Teil auch immer noch gemacht wird. Also das ist ein ganz massives Problem, mit dem wir kämpfen, aber das heute auch gerade durch diese internationalen Überwachungsinstanzen einfach sehr gut geklärt wurde. Da hat auch der Europarat, die Europäische Union, Dick Marty, ein Schweizer, der für den Europarat hier wirklich diese ganzen geheimen Gefängnisse der CIA in Europa untersucht hat, Rendition Flights. Also da ist schon sehr viel geschehen. Europa, auch das Europaparlament hat einen eigenen Ausschuss eingesetzt, der vor kurzem ja erst seinen Bericht veröffentlicht hat, Claudio Flava als Sonderberichterstatter. Also da hat Europa jetzt schon spät aber doch erkannt, dass hier sehr vieles falsch gelaufen ist und dass das in Zukunft nicht mehr passieren sollte. Zumindest diese Schlussfolgerung, glaube ich, ist gezogen worden. Eine Wortmeldung gibt es noch. Ich möchte vielleicht noch dazu sagen, dass ich es als eine sehr wichtige Aufgabe Ihrer Institution und Ihrer Person sehe, dass Sie auch die Zusammenhänge zwischen wirtschaftlichen Interessen und Folter darstellen. Weil ich glaube einfach, dass es nicht alleine bei den politischen Entscheidungsträgern oder dass die in vielen Fällen anders ausgedrückt einfach Marionetten entsprechend mächtiger Wirtschaftsinteressen sind. Ich denke jetzt so populäre Beispiele wie das in Nigeria zum Beispiel, der Ken Saro-Wiwa war jemand, der unter entsprechenden Haft- und Folterbedingungen und letztendlich auch hingerichtet worden, wo ja im Endeffekt ziemlich klar war, dass da massive ausländische Ölinteressen dahinter gestanden sind. Oder ob das in etwa Tantal oder anderer Handel im Kongo ist, wo ebenfalls im Prinzip unmenschliche Kinderarmeen, die man geschaffen und am Leben erhalten werden, die eigentlich letztendlich westlichen Konzernen dienen. Und ich denke, das wäre ganz, ganz wesentlich, dass es nicht nur um Terrorismusbekämpfung oder vordergründig um Terrorismusbekämpfung geht, warum Folter versucht wird, teilweise wieder zu legitimieren. Stimme ich Ihnen völlig zu. Ken Saro-Wiwa war ein sehr starkes Beispiel, also die Unterdrückung der Ogoni im Niger-Delta durch Shell in dem Fall. Shell zusammen mit der nigerianischen damaligen Militärdiktatur. Nur muss man jetzt auch sagen, dass einfach die wiederum zivilgesellschaftliche Kritik daran auch dazu geführt hat, dass Shell hier seine Politik doch wesentlich geändert hat. Da kommen wir zu einem anderen Thema, Corporate Social Responsibility, der Druck auf transnationale Konzerne, auch wirklich gewisse menschenrechtliche Mindeststandards Teil ihres Codes of Conduct zu machen, auch Kofi Annans Global Compact, also irgendwie zu versuchen, in einer sich globalisierenden Welt wäre es einfach blauäugig zu sagen, dass nur mehr die Staaten nach wie vor diejenigen sind, die Menschenrechte schützen müssen, wenn transnationale Konzerne viel, viel mehr Macht haben, viel, viel mehr Budget haben als viele Staaten, dann muss man auch hier umdenken und sie in die Verantwortung nehmen. Und da geschieht einiges, viel zu wenig nach wie vor, aber zumindest reagieren transnationale Konzerne oder große Firmen sehr wohl auf diese Kritik, auch aus menschenrechtlicher Sicht und verändern dann zum Teil ihre Unternehmensstrategie. Aber viel, viel mehr ist noch zu machen in dem Bereich. Aber wir sind in einem Umdenkprozess, auch in Bezug auf Verantwortung für schwere Menschenrechtsverletzungen. Wir sind in einem Prozess, wo einfach die staatliche Macht einfach zunehmend abnimmt zugunsten von nichtstaatlichen Akteuren. Und dazu gehören natürlich die Wirtschaftsunternehmen primär, aber natürlich auch viele andere. Gibt noch eine Wortmeldung? Ja, das bringt mich im Anschluss an diese Frage zu der Frage. Sie haben Ihre Erfahrungen mit der Russischen Föderation geschildert. Jetzt kommt es in diesem Jahr noch zu einer Einladung der österreichischen Bundesregierung an den Präsidenten. Kontaktiert Sie die österreichische Bundesregierung bei Ihrer Einladungspolitik? Ich habe das aus den Medien erfahren. Aber natürlich, also ich weiß es nicht, ob ich den Herrn Putin treffen werde, wenn er auf Staatsbesuch in Österreich ist, aber die Frage wird schon sehr, sehr genau behandelt. Das heißt,
gerade die Europäische Union, ich habe sie vorher sehr stark kritisiert, da muss ich ja was Positives wieder drüber sagen, die Europäische Union verfolgt schon sehr, sehr genau, was Leute wie ich und viele andere einfach erreichen können und wo sie scheitern. Und da gibt es schon massiven Druck seitens der EU, zum Beispiel auf die amerikanische Regierung, in der Frage nicht nur Guantanamo, sondern generell Menschenrechtsverletzungen, Todesstrafe und so weiter, was zu verändern und einen Dialog mit den entsprechenden UNO-Institutionen aufzunehmen, also uns einzuladen und ohne den Druck der Europäischen Union wären wir überhaupt nicht eingeladen worden. Und dasselbe gilt natürlich auch gegenüber der Russischen Föderation. Das heißt, Menschenrechte, natürlich ist die Einladung nicht primär aus menschenrechtlicher Sicht. Und die EU hat also wirklich in Bezug auf die Russische Föderation wirklich versagt, dass nicht die EU und ihre Mitgliedstaaten hier wirklich das beim Namen zu nennen und entsprechenden Druck auszuüben. Aber ein bisschen ein Druck wird doch ausgeübt und das könnte zum Beispiel dazu führen, dass es zu so einer Einladung kommt, die auch dann wirklich durchgeführt werden kann, wäre ein mögliches Ergebnis so eines Besuches, wenn man es jetzt positiv sehen will. Ja. Das waren jetzt noch wichtige Ergänzungen zu unserem Gespräch, die uns zeigen, dass Folter leider ein unendlich weites Feld ist. Und wir danken Manfred Nowak für das Gespräch. Ich danke.